Meine Entschuldigung an ApoRed 9, die beste Videoreihe ever auf ganz YouTube. Mimi nimmt ApoRed ein 9. Mal hops. Und ich habe schon gesehen, ich glaube so bei 36 Minuten, da seht ihr es auch schon, da komme ich im Video drin vor. Also dranbleiben lohnt sich. Wir finden heraus, warum habe ich einen Gastauftritt bei Mimi? Was hat es damit auf sich? Allein dafür kriegt ihr jetzt schon Daumen nach oben von mir. Wir schauen einfach mal rein, was hat denn ApoRed, der Allerechte, jetzt mal wieder ausgebüxt, dass Mimi ihn noch ein weiteres Mal zerstört. Also aktueller Stand ist, ApoRed ist in Das Insolvenzverfahren wurde jetzt auch eingeleitet. Er behauptet aber nach wie vor, er wäre der Heftigste. Er hat 7 bis 9 Immobilien. Er hat 3 bis 5 Firmen großgezogen. Bla bla bla. Jo Leute, was soll ich sagen? Das Thema ApoRed ist noch viel schlimmer, als wir alle dachten. Also noch viel schlimmer ist eigentlich schon gar nicht möglich, ne? Wenn ich euch aber erstmal alle abhole, fasse ich kurz zusammen, was ApoRed nach meinen beiden letzten Videos gemacht hat. ApoRed hat ein Video hochgeladen mit dem Titel "Mein YouTube-Kanal wurde gehackt". Da redet er erstmal darüber, dass er gehackt wurde. Und in dem Video war so eine richtig peinliche Genshin Impact-Werbung. Die war so richtig cringe, das war super witzig. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich wurde aber brutal gehackt. Der hat doch irgendwie alle Videos privat gestellt, also er hat sie nicht gelöscht, er hat sie privat gestellt und dann hat er irgendwelche komischen Videos hochgeladen. So nach dem Motto, hier, dieses Programm kostenlos, ne, ich weiß es nicht, ne, kennt doch diese typischen Programme so, die man eigentlich erwerben muss, so wie Photoshop oder Sony Vegas oder whatever die heißen, ne, hat er dann irgendwie geworben auf meinen Channel, so richtig eklig. Dann habe ich eben erstmal diese Videos offline gestellt, also diese neuen und wieder gelöscht, ne. Klare Sache, ich wollte diesen Schmutz nicht auf meinem Kanal haben. Der gehackte Kanal sei sein Gaming-Kanal gewesen, das sei aber nicht schlimm, weil ihn sowieso kein Game da draußen überzeugt. Aber das Ding ist, Hard of Hard, so krass stört mich das jetzt auch nicht, weil ich bin ehrlich, aktuell so die Games sowieso, die gerade so in Deutschland so mäßig angesagt sind, etc., ne, in den Communities, fühle ich, muss ich sagen, aktuell auch nicht mehr so. Auch Red, eine Minute später, ansonsten check mal Genshin Impact aus. So unangenehm. Macht dann ein Placement zum Spiel Genshin Impact und redet dann darüber, dass er nichts auf Krampf zocken will, egal wie viel Geld er dafür kriegen würde. Wie gesagt, in erster Linie steht bei mir über Gaming, ist einfach eine Leidenschaft, ne? Und ich mache jetzt nicht auf Krampf jetzt irgendwie ein Game, worauf ich keinen Bock habe. Und dann kann auch wirklich so viel Geld dahinter stecken, wenn ich keinen Bock darauf habe, dann habe ich keinen Bock darauf. Alleine das? So dumm einfach. Dein Geld verdiene er durch Investments. Was ich so hauptsächlich gemacht habe, ist eher so Investments, ne? So wirklich so Investments und... Man kennt sie, die Investments. Der Dennis, der würde das auch so sagen. Oh, ein paar Investments hier und dort. Firmen reinkaufen, mit agieren, ne? Die Firma noch umbringen, sag ich mal, Marketing helfen. Aber wie gesagt, so hauptsächlich muss ich sagen, die größten Erfolge so mit Investments gemacht. So immer super Erfolge. Also Investments, wie gesagt, habe ich immer sehr gerne gemacht. Mache ich auch sehr gerne. Ja, wie oft sagt ihr denn Investments in diesem Video? Werde ich wahrscheinlich zukünftig auch längerfristig immer weitermachen. Finde ich top auf jeden Fall. Dann kommt die Verabschiedung. Naja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache wahrscheinlich demnächst wieder einen kleinen Stepper nach Wuppi. Oha, hört ihr das? Hört ihr, was ich höre? Warte mal. Das ist doch glatt das Lied Morning Stroll aus der YouTube-Audiobibliothek. Wenn man sich nämlich keine Mitgliedschaft bei Epidemic Sound leisten kann, die 13,99 € im Monat kostet und die kostenlosen Drecksongs aus der YouTube-Audio-Bibliothek benutzt. Ganz wichtig und richtig, Leute. Boy, und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was man so für coole Videos drehen kann. Ich bin da so ein bisschen gerade auf dem Essenstrip. Ich habe auch ein paar geile Ideen, aber lasst euch da überraschen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und dann ist das Video auch schon zu Ende. Außer wenn man zaubern kann. Das bin ich! Willkommen in Mimis Zauberparade! Was ist das denn? Paradies, Hokus Pokus, ApoRed im Fokus. Sein Magnum Opus ist die Kacke im Lokus. Hex, Hex! Lass mich raten, ApoReds Cutter hat einfach ekelhaft gesnitcht und Mimi das Rohmaterial geschickt. So, und jetzt gucken wir uns das echte Ende an. Alter, das kann's nicht sein. Also, ich verstehe das nicht. Mimi kommt an die Kontoauszüge, kommt an Rohmaterial von Reds Videos. Warum hat Red seine ganze Cutter noch nicht gefeuert? Also, wenn ich als Arbeitgeber rausfinde, dass mein Angestellter das ganze Rohmaterial und vertrauliche Infos an irgendwen anders weiterliegt, dann feuere ich den doch. Das kann's doch nicht sein. Also, klar, Mimis Festplatte, das Meme, bla bla, selbst die Krabbenburger-Formel ist auf Mimis Festplatte, bliblablub, alles schön und gut. Aber, wenn man ganz realistisch drüber nachdenkt, Mimi kann doch nur an diese ganzen Files kommen, weil Reds besten Freunde, Leute, denen er am meisten vertraut, weil die alle reinsnitchen und alle Mimi die Sachen einfach schicken. Gruselig, Alter. Naja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache wahrscheinlich demnächst wieder einen kleinen Stepper nach Whoopi Boy. Und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was man so für coole Videos drehen kann. Ich bin da so ein bisschen gerade auf dem Essenstrip. Ich habe da auch ein paar geile Ideen. Aber lasst euch da überraschen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, obwohl wir brauchen die Aufnahme nicht beenden, weil ich wollte jetzt extra zu diesen ganzen Punkten, die ich ja absichtlich reingeklatscht habe, damit wir noch ein paar mehr Entschuldigungsvideos haben von Mimi, wollte ich jetzt nochmal schön...
predikten so ein bisschen, was er sagen wird. Ah, das wird böse, das wird böse, richtig. Plus, was auch dahinter steckt. Aber wie schlau er sich dabei auch fühlt, ne? Weil er ist dieser schlaue Fuchs, Leute. Na, fangen wir an mit... Ah ja, stimmt, das ist auch sehr interessant, ne? Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich ja aktuell... Also ich habe jetzt immer... Was ist das hier? Das ist doch nicht mehr normales YouTube-Deutschland. Auf was für einem Level sind wir hier mittlerweile? Ich habe jetzt in dem Video gesagt, dass ich ja aktuell keinen Bock habe. Also ich habe ja in dem Video gesagt, dass ich ja... Obwohl, das mache ich in einer separaten Aufnahme. Scheiß auf. Ich mache das in einer separaten Aufnahme aus. Dieser Moment, wenn man einfach keinen deutschen Satz komplett so rausbekommt. ApoRed wollte mich hier in irgendeine fragwürdige Falle locken. Ey, jetzt mal Real Talk, anstatt dass du mal auf die ganzen Sachen meiner letzten Videos eingehst, die ganzen Schulden bei den Leuten begleichst, die ganzen Fake-Gewinnspiele endlich mal einlöst, mit den ganzen Lügen über deine Immobilien, Autos oder... Einfach eine ehrliche Entschuldigung, Red. Es ist eine ehrliche Entschuldigung. Du musst nicht 9 Entschuldigungen machen. Eine ehrliche reicht schon. Geld oder dem schüchternen Moslem-Image aufräumst oder auch mal die Wahrheit über die Insolvenz sagst. Nee, stattdessen versuchst du mir einen Streich zu spielen. Was ist das denn bitte für ein Zirkus? Außerdem bleibst du doch trotzdem ein Betrüger, selbst wenn ich auf irgendwas von dir reinfallen würde. Ich find's aber auch sehr spannend, hier mal wieder sein wahres Gesicht zu sehen. Sonst macht ApoRed immer gerne den Hundeblick vor der Kamera, damit Leute Mitleid kriegen. Oh, der arme ApoRed. Alle treten nur auf einen ein, der am Boden liegt. Dabei sieht man hier, wie uneinsichtig und eiskalt der Typ drauf ist. Eigentlich könnte ich das Video hier schon beenden, aber da ApoRed ja wieder nach einer Entschuldigung gefragt hat, soll sich jetzt kein einziger darüber beschweren. ApoRed will das ja offiziell so. Absolut korrekt. Genau das, was ich jetzt zur Einleitung gesagt habe. Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Zuallererst, wer es noch nicht mitbekommen hat, vorab, ApoReds Privatinsolvenz ist nun offiziell und für jeden einsehbar. Schon lustig, weil er vorher noch darauf gepocht hat, dass das Insolvenzeröffnungsverfahren ja noch gar nicht durch ist. Dieses Verfahren ist ja nicht mal durch, okay? Man schafft es einfach nicht, neutral zu sein. Und hat bei Unge gemeint, dass es keine große Sache sei. Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, weil du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Was Richtig. Ist denn jetzt das Problem? Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, alles entspannt. Natürlich alles entspannt. Weil ich habe einfach ein bisschen verdusselt. So, und an der Stelle noch einmal das, was ich die ganzen letzten Videos auch immer wieder gesagt habe. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass Red nicht einfach nur seine Community anlügt, ganz Deutschland gefühlt anlügt, Anwälte, den deutschen Staat anlügt. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass er mittlerweile auch sich selbst unbewusst anlügt und sich diese Lügen glaubt. Ich glaube echt, das ist natürlich schwer, jetzt irgendwie eine Ferndiagnose zu stellen oder so, vor allem, wenn man kein Psychologe ist, aber das wirkt hier alles so auf mich. Ich habe es die letzten Male schon gesagt, ich habe mittlerweile echt ein bisschen Mitleid mit Red, weil ich echt das Gefühl habe, ich glaube, der hat einfach richtig krasse psychische Probleme, was ja nichts Schlimmes ist, so dafür kann man nichts. Und ich glaube, der schiebt gerade einfach diesen anderen Film. Ich glaube, er ist voll in seiner Welt drinne und er glaubt sich diese ganzen Lügen. Also mit welcher Selbstverständlichkeit er dann hier auch ganz ruhig sagt, nee, alles gut, da passiert nichts. So, ich glaube, er versteht einfach gar nicht, in was für einer Dreckslage er ist. Er ist einfach wirklich überzeugt davon, dass er der Heftigste ist, dass er rich ist. Er checkt gar nicht, dass das eine Sozialwohnung ist und so. Ich habe wirklich das Gefühl, so, er glaubt das alles wirklich. Ich glaube, der lügt gar nicht bewusst. So, mittlerweile habe ich so das Gefühl, ist jetzt nur so mein Bauchgefühl, ne? Wenn ich so eins und eins zusammenzähle, ich glaube, der Arme ist voll in seinem Film und braucht echt einfach psychologische Unterstützung. Muss nicht nur ein Entschuldigungsvideo machen und schuldet die Wahrheit der ganzen Community. Ich glaube, der muss echt sich einfach helfen lassen. Einfach mal ein Jahr lang offline gehen, weg von YouTube, Instagram, vom Handy deinstallieren, alles einfach einmal deinstallieren und einfach einmal eine Therapie machen. Deswegen mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so, dass man lachen kann. Klar, es ist halt lächerlich und es ist halt lustig gemacht von Mimi, deswegen lacht man sich schlapp. Aber ich glaube, man sollte ihn gar nicht mehr mittlerweile wirklich so krass auslachen, sondern ich glaube, mittlerweile kann man wirklich einfach Mitleid mit ihm haben. Ne? Aber das ist nur meine Meinung. Bisschen Türkei-Stepper gemacht, bisschen vercheckt hier, Postbank gewechselt, Palaschrift verkackt, Palodi. Ist keine große Geschichte. Ja, und jetzt ist das Verfahren durch. ApoRed ist broke. Und jetzt kommt's. Er kriegt nicht mal eine Restschuldbefreiung. Zur Info, bei einer Oh, das ist ja krass. Restschuldbefreiung ist man nach 3 Jahren normalerweise seine Schulden offiziell los, genau. Wenn man in der Zeit keine Scheiße baut. Das hat Solmecke eigentlich auch ganz gut erklärt. Aber er hat eine Sache nicht beachtet. Das Ganze setzt nämlich voraus, dass ApoRed selber auch einen Insolvenzantrag stellt. Zusammen mit einem Antrag auf Restschuldbefreiung mit einer Frist von 2 Wochen. Der Rechtsanwalt Horion, dessen Spezialgebiet Insolvenz Recht ist, hat das sehr gut erklärt. Wenn ein Fremdantrag vorliegt, ein Fremdantrag eines Gläubigers, das sind klassischerweise immer Fremdanträge der Finanzverwaltungen und der Krankenkassen.
Wenn das der Fall ist, muss das Gericht den Schuldner darauf hinweisen, dass er auch einen eigenen Insolvenzantrag stellt, verbunden mit dem Antrag auf Restschuldbefreiung. Jetzt habe ich echt richtig krass Mitleid mit Red, ne? Also Real Talk, Red hat wirklich, der hat diese krassen psychischen Probleme, der ist voll in seinem Film und ich glaube, der hat das einfach deswegen, wegen diesem Narzissmus-Gottkomplex-Gedöns, hat der einfach nicht eingesehen, hä, ich melde keinen Insolvenz an. Was, ich bin rich, Digga. Ich melde doch jetzt keine Insolvenz an, Digga. Das wäre doch, dann wäre ich ja so ein anderer Brokey-Moki-Hase. Aber ich bin ja ein Rich-Kid, Freunde. So, ich glaube, der hat sich das wirklich eingeredet, hä, nee, ich melde jetzt keine Insolvenz an. Ich habe Geld. Safe. Ich verdiene das schon wieder. Ich mache 2 Placements, kann ich die Schulden wieder begleichen. So. Das ist jetzt so mein Eindruck, ist so meine Theorie, ne? Aber was ich auch an der Stelle ansprechen möchte, wenn Mimi einen Ausschnitt von mir und von meinem Zweitkanal, ne, da habe ich ja nur 13.000 Abonnenten. Das ist nicht mein Hauptkanal, wo ich aktuell echt so mit jedem Video über 100.000 Aufrufe habe und so. Das ist ja mein Zweitkanal, wo ich immer so 2, 3, 4, 5.000 Aufrufe habe pro Video. Wenn er mein Video ja geguckt hat, weil er ja mittendrin irgendeinen random Ausschnitt von mir verwenden konnte, wenn er hier auch dieses Video hier perfekt einblenden konnte. Ich habe das Gefühl, Mimi guckt ultra viel YouTuber und der unterstützt halt auch echt kleine YouTuber. Finde ich voll cool an der Stelle. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir gerade eingefallen ist. Ich glaube, Mimi ist so ein Typ, der guckt nicht auf Klicks, der guckt auf Content, wa? Mimi, falls du das hier siehst, kannst du mich mal fesseln, bitte? Das Ganze geht nur innerhalb einer Frist von 2 Wochen. Es ist also nicht möglich, dass der Schuldner nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im späteren Verlauf des Verfahrens dann noch Antrag auf Restschuldbefreiung stellt. Das geht nicht mehr. Bei ApoRed war das ein Fremdantrag und die Insolvenz wurde nach einem halben Jahr eröffnet. Krass, er hat jetzt echt 6 Monate Zeit gehabt. Er hat das alles vor sich hingeschoben. Er hätte sich kümmern können darum. Nicht nur 14 Tage später, hätte er 5 Monate später völlig verspätet das gemacht, wäre es vielleicht noch alles gut gegangen. ApoRed hat es nicht gebacken gekriegt, selber einen Antrag in der Zeit zu stellen, sonst würde das in der Insolvenzeröffnung drinstehen. Hier ein konkretes Beispiel, wie sowas aussehen müsste. Hier gab es einen Fremdantrag, also von einem Gläubiger, und auch zusätzlich einen Eigenantrag, also vom Schuldner selber. Dass hier in dem Beispiel Restschuldbefreiung beantragt wurde, sieht man hier. Beide Sachen fehlen in der Insolvenzeröffnung bei ApoRed. Wisst ihr, wie krass das eigentlich ist? Das heißt, er ist nicht nach 3 Jahren schuldenfrei, sondern erst, wenn er die Schulden abbezahlt hat. Egal wie lang. Das ist so krank. Das ist richtig, richtig heftig, Freunde. Das heißt, du bist insolvent. Du meldest das an. Du darfst nur 1.400 Euro pro Monat für dich behalten. Oder waren das 1.150? Ich weiß nicht mehr genau. Also diesen Festbetrag darfst du für dich behalten. Den Rest, alles, was du verdienst, Placement mit Genshin, YouTube und so weiter, alles, was er verdient, muss er alles abgeben. Das darf er nicht behalten. Das muss dafür verwendet werden, um seine Schulden zu bezahlen und Strafe zu bezahlen. Blablabla. Und am Ende dieser 3 Jahre ist er immer noch nicht schuldenfrei, sondern muss immer noch alles, was er verdient, benutzen, um seine ganzen Schulden abzubezahlen. Und erst, wenn er bei plus minus null ist, geht's weiter mit seinem Leben. ApoRed verliert hier einfach. Der ist ja, glaube ich, 2 Wochen älter als ich. Ich glaube, der ist so Mitte März 94. Ich bin ja 31. März 94 geboren. Das heißt, ich bin 28, also ist Red 28. Er verliert also diese ganzen nächsten Jahre, die letzten Jahre seiner 20er und die ersten Jahre seiner 30er, verliert er komplett an Lebensqualität und so weiter. Weil er wirklich jetzt erstmal finanziell klarkommen muss. Ja, das ist wirklich absolut traurig. Ich finde das tragisch. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Wie lange das dauert. Was wiederum bedeutet, dass es von ApoRed keine geplante Insolvenz gewesen sein kann, um schuldenlos zu werden, auch wenn er das zwischendrin so aussehen lassen wollte. Wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne? Tut mir leid, wenn ich ein Fuchs bin und nicht schlau bin und ich das einfach mache. Aber und genau das meine ich. Das ist so dieses Realitätsablehnende, dieses, sorry, ich bin halt einfach schlau, Leute. Ja, gar keinen Bock, mich einfach absetzen lassen. Man hat halt einfach wahrscheinlich durch meinen smarten Move ein paar 100 Ks im Jahr gespart. So sieht es am Ende des Tages wahrscheinlich aus. Abgesehen davon ist die Insolvenz ja sowieso durch einen Fremdantrag zustande gekommen. Er hätte das Ganze somit auch kaum selber so durchplanen können. ApoRed befindet sich jetzt selbstverschuldet in der dümmstmöglichen Position und checkt das scheinbar nicht mal, auch wenn er sich für besonders smart hält. Ich weiß ja, dass ich ja definitiv schlauer bin als die meisten YouTuber-Streamer da draußen, so locker über 95%. Und übrigens, nein, die neue Adresse, die er bei der Eröffnung angegeben hat, ist auch nicht seine eigene. Der empfängt da nur die Post. Was gibt's sonst so Neues? Ein Patrick hat sich bei mir gemeldet. Er hat 2018 eine Uhr von ApoRed auf Vinted gekauft. ApoRed hat diese nie zugeschickt und Patrick hat das Geld auch nie zurückbekommen. Aber so wie wir ApoRed aus dem Fall mit André kennen, wird er das Geld auch jetzt nicht zurückgeben, weil er 4,9 Sterne auf Vinted hat, also gar kein Betrüger sein kann. Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5 gefühlt, ne? Also kann ich mal hier kurz einblenden. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier irgendwo auf Scammer unterwegs. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Ich habe es nie nötig gehabt, da irgendjemanden zu scammen wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen. Wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, dann war es auch nie absichtlich, okay?
Ich sehe mich auch wirklich jetzt nicht irgendwie in einer Rechtfertigung, dass ich jetzt irgendwo ein Scammer bin oder sonst was. Es ist so dumm und es ist so lost, Freunde. Also, ApoRed, du kannst jetzt, nachdem ich das gezeigt habe, nicht mehr sagen, dass du davon nichts weißt. Mal gucken, wie du dich jetzt entscheidest. Entschädigst du die Person oder bist du wie bei den anderen Dingen ein Betrüger? Dann wollte ich noch was anderes loswerden. Nach meinem 6. ApoRed-Video ist ja die Webseite von Level Up Germany und die Webseite von Better Cold Sweets offline gegangen. Nach meinem 7. und 8. Video ist nun auch Better Balanced offline gegangen. Die meinten zwar, dass sie Mitte der Woche wieder online sind, aber das ist jetzt auch schon über einen Monat her. In Reactions und Kommentaren wurde teilweise spekuliert, ob es überhaupt ein echter Online-Shop war, bei dem auch Ware verschickt wurde. Ich kann zumindest einen Fall bestätigen, dass die bestellte Ware angekommen ist. Allerdings hat da was anderes nicht hingehauen. Und zwar hatte Steven nur 27 Tage Zeit, das halbe Kilogramm Erdnuss-Saucy-Pulver zu fressen. Was zur Hölle? Was? Hä? Aber da gibt es auch safe irgendwelche Regelungen für. Ich habe ja Lebensmittelchemie studiert, ja? Aber da ging es vor allem jetzt so um die Zusammensetzung von sowas, die chemische Zusammensetzung. So Dinge wie Lebensmittelrecht und so, das hatten wir, ich habe ja nur den Bachelor gemacht, immer nur so angeschnitten, aber nicht so wirklich hardcore. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, da gibt es Regelungen für, welche Art von Lebensmittel muss wie lange, also darf wie lange bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum noch verkauft werden. Und da bin ich mir sehr sicher, dass so Konserven, sowas wie jetzt hier, so ein Proteinpulver oder so, in der Zeit kann man das ja nicht komplett konsumieren. Safe ist das nicht rechtlich in Ordnung. Aber gucken wir mal, was Mimi sagt dazu. Vielleicht hat er da recherchiert. Bevor das Verfallsdatum abläuft. Das ist gerade so die Zeit, die man benötigt, wenn man sich an die Verzehrempfehlung hält und sich... Ah, okay, okay. Ja, dann kann man sich wieder rausreden. ...das täglich reinfährt. Ja, dann kann man sich so rausreden. Okay, dann ist es rechtlich schon mal abgesichert. Miese Sache, Alter. Das lag da dann doch safe ein Jahr lang bei denen im Lager, bevor es verschickt wurde. Oder es ist halt einfach ein Drecksprodukt, ne? Es gibt nur eine dieser zwei Möglichkeiten. Entweder haben die steinalte Ware verkauft oder es ist ein Drecksprodukt. Eins von diesen beiden hat ApoRed hier guten Gewissens beworben, ne? Natürlich empfiehlt uns ApoRed gleich 3-4 Packungen davon auf einmal zu bestellen. Und die lohnt sich auf jeden Fall. Guck mal, für einen 15er, ich bin ehrlich... Ich hätte da, so an eurer Stelle, ich hätte da sogar einfach so ernst, so 10, so 3-4 Stück geholt einfach. Weil kann auch sein, dass er was schnell... So 10, so 3-4 Stück. Wie er ganz kurz überlegt hat, ob er 10 sagen soll. Und dann, okay, ja gut, vielleicht 3-4. Ausverkauft werden. Ja, wahrscheinlich, weil man die nach dem Verfallsdatum nicht mehr verkaufen kann. Und ja, ich weiß, dass man die meisten Lebensmittel nach dem Verfallsdatum noch essen kann. Als seriöse Firma sollte man das trotzdem nicht bringen. Und als Steven denen das mit dem Verfallsdatum geschrieben hat, meinten die, dass es ihnen leid tut, dass ihm das Erdnusspulver nicht schmeckt, aber die meisten Leute es mögen. Obwohl Steven sich überhaupt nicht über den Geschmack beschwert hat. Als er dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass das Verfallsdatum zu schnell abläuft, kam gesehen. Keine Antwort mehr. Also wirklich gar keine Antwort mehr. Aber zurück zum Thema, was es sonst so Neues gibt. Auch Cadena ist offline gegangen. Deadstock ist offline gegangen. Das versteckte Deadstock-Impressum bei Nano Gaming wurde gelöscht. Aber wenn man auf das Widerrufsformular klickt, steht unter der URL diese Rücksenderadresse da. Ja, Mimi, so ein Fuchs, Alter. Gibt man jetzt aber in die URL Withdrawal Form an. Alter, was hat der da alles durchprobiert? Bis er da gelandet ist. Nein, was einfach nur das englische Wort für Widerrufsformular ist. Es war ja beim letzten Mal auch so, statt Impressum hat man einfach das englische Wort Imprint geschrieben und da war dann plötzlich genau die Adresse von ApoRed. So, und jetzt wieder dasselbe. Also, für alle, die letzten Folgen nicht gesehen haben und nicht checken, was das bedeutet, das ist ein weiteres, sehr eindeutiges Indiz dafür. Kein Beweis, aber ein sehr eindeutiges Indiz, dass wahrscheinlich hinter all den Firmen, für die ApoRed immer Werbung gemacht hat, dass wahrscheinlich ApoRed selbst dahinter steckt. Es ist ein sehr eindeutiges Indiz dafür. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Firmen Fake-Firmen sind und ApoRed selbst diese Firmen alle gegründet hat, dann gesagt hat, ey, ich mache Werbung für die, aber dann das ganze Geld selbst kassiert hat, total unprofessionell die Sachen selbst irgendwie mit ein paar Leuten verschickt hat und alles aus dieser einen Wohnung, das alles aus diesem Penthouse. Und egal, ob jetzt ein Gaming-Booster oder ob Nano-Gaming, die ja hier Game-Controller, Gaming-Stühle und Headsets und sowas gemacht haben, egal was, ob, auch wenn es jetzt Firmen sind, wo eigentlich gar kein Zusammenhang ist, so, es deutet alles darauf hin. Aber wozu? Moneten. Es steht da plötzlich wieder Deadstock da. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr Spuren verwischen wollt, dann macht's bitte ordentlich. Das ist ja peinlich. Als die Deadstock-Webseite noch online war, war die letzte Rücksenderadresse übrigens Werner Siemensstraße 66. Das ist auch die aktuelle Nano-Gaming-Rücksenderadresse. Das hatte ich in meinem letzten Video ganz vergessen zu erwähnen. Apropos letztes Video. Ich hatte darauf hingewiesen, dass man die Level-Up-Scammer-Firma nicht mit der etablierten Gaming-Booster-Level-Up-Firma verwechseln soll. Ich möchte jetzt zusätzlich darauf hinweisen, dass Leute auch nicht die Deadstock-Firma bei ApoRed mit deadstock.de verwechseln sollen, dessen Gründer sich bei mir gemeldet hat. So, mein lieber Freund. Also, heute hat mir mein Tattoo...
Auweia. Kommen jetzt auch noch Markenrechtsverletzungen auf Red zu? Eieieiei. Das wird ja immer schlimmer und schlimmer, Digga. Lehrer erzählt, was du so machst. Finde ich ja sehr interessant, finde ich sehr gut. Mein Name ist Christopher Blumenthal. Ich selber bin kein YouTuber oder so, sondern ich habe eine eigene App, eine eigene Internetseite, die sich Deadstock nennt. Vielleicht klingelt es da bei dir so ein bisschen. Ja, ich habe den Blog seit 2013. Ich glaub, das Anschreiben. Ey, Brosi, ich habe gehört, du besiegelst den Untergang von unserem gemeinsamen Freund Apo. Der hat ja an Mimis Stelle geantwortet, das heißt Red. 2016 oder 2017 kam plötzlich eine Firma, die sich Deadstock nennt. Und seitdem werde ich mit dem guten Mann verwechselt. Und, was noch interessanter ist, ich kriege in sehr regelmäßigen Abständen, weil wir halt sehr gutes SEO machen auf Google, Nachrichten und E-Mails von potenziellen Käufern bzw. ehemaligen Käufern der Brand Deadstock, die sich bei mir beschweren, dass entweder das Geld nicht zurückkommt, die Ware nicht geliefert wird oder halt alle möglichen Probleme, die sich so, ich sag mal, bei einem Vertragsabschluss ergeben können, die gibt es bei dem. Und ja, wenn du willst, können wir uns gerne mal unterhalten. Na, ich bin sehr froh, wenn es diese Brand nicht mehr gibt. ApoRed's Deadstock verkackt es unter anderem bei Kundenretouren das Geld. Digga, ey, das ist wirklich so die Macht des Internets, ne? Du musst es nur einmal zum Rollen bringen. Mimi hat es einmal geschafft, sich zu etablieren als der ultimative Sherlock und jetzt leaken alle alles an ihn. ApoRed's Cutter meldet sich bei ihm. Save noch irgendwie irgendwelche alten Manager von ihm oder so. So mittlerweile weißt du einfach, ey, du hast irgendwas, was ApoRed, Leon Mascher oder sonst wen aus dieser Szene so, was die irgendwie belasten könnte, und alle schicken es einfach Mimi. Und Mimi liest jede Nachricht, recherchiert das alles genau durch, hinterfragt die ganzen Leute, nimmt mit denen Kontakt auf. Digga, sein ganzes Leben besteht einfach nur noch daraus. Ich habe so krassen Respekt davor. Und wisst ihr, was ultra krass ist? Mimi hat keine Placements. 40 Minuten Video, so jedes Video von ihm, immer Millionen von Aufrufen, und er macht keine Placements. Er macht am Ende in den letzten 5 Sekunden Werbung für sein Merch und das war's. Warum macht Mimi keine Placements? Ist er nicht Brand-Friend? Und deswegen will niemand mit ihm arbeiten, oder was ist da los? Digga, der könnte so viel mehr Geld verdienen. Also ich würde es Mimi halt gönnen. Ich weiß, er ist ja auch nicht hauptberuflich YouTuber. Ich glaube, der hat ja eine Optiker-Ausbildung gemacht und hat lange Zeit als Optiker gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich weiß, das war früher so. Und YouTube war immer nur so ein Nebending bei ihm. Und dadurch, dass das ja auch immer so kontroverse Themen sind, hat er einen sehr schlechten CPM und verdient relativ wenig Geld mit YouTube. Ganz ehrlich, ich finde, Mimi sollte mal Placements machen, Alter. Bei den ganzen Aufrufen, die er hat, könnte der easy mit jedem Video die letzten 10, 20 Videos gucken wir uns mal an. Easy kann er so 30.000 bis 60.000 Euro oder so kann er für jedes Video hier nehmen, bei den Aufrufen. Locker. Vielleicht sogar mehr, wenn er gut verhandelt. Also der kann halt wirklich viel Geld verdienen, und dafür, dass er so krass recherchiert für die Videos und so viel Zeit in jedes Video steckt, kann er ja auch nicht so häufig droppen. Mimi kommt ja im Regelfall, kommt alle 2, 3 Wochen ein Video, und dann ist wieder, nachdem 2, 3 solcher Videos kamen, ist wieder ein halbes Jahr Stille. Deswegen, es wird sich doch anbieten. Ich weiß nicht, ob er jetzt sehr viel, ich glaube, sein Merch verkauft sich schon relativ gut so, aber dann hat er noch Kanalmitglieder. Patreon hat er ja, glaube ich, früher gemacht. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Aber ganz ehrlich, an der Stelle, Mimi, Placements, unbedingt, Alter, das lohnt sich. Safe. Geld zurückzuzahlen oder die Ware überhaupt rauszuschicken, und die Leute beschweren sich bei deadstock.de, die absolut nichts mit diesem Versager zu tun haben. Hoffen wir mal, dass es jetzt endlich ein Ende hat. Übrigens sind nicht nur die ganzen Firmen offline gegangen, sondern auch schon seit längerem das Insi-Modus und Lost Dimension Video. Nach meinem 7. und 8. Teil ist jetzt auch das Turn-On-Video offline und auch das 2. Insi-Modus Video. Wo Junge, die sind alle offline. Wir haben auf alle reagiert, Freunde. Es war eine lustige Zeit. Die Insolvenz neu rechtfertigt mit einer kompletten Lügenstory, die ich in Teil 7 behandelt habe. Zusätzlich ist noch sein Raufaser-Tapeten-Wohnungs-Roomtour-Video offline und ebenso das Mein-Kanal-wurde-gehackt-Video. Schade um das wunderschöne Product-Placement für Genshin Impact. Immerhin catcht ihn laut seiner Aussage sonst kein Game. Und er will auch nichts nur wegen des Geldes machen. ApoRed muss also extrem von Genshin Impact überzeugt gewesen sein. Zum Glück gibt's auf meiner Festplatte... Oh, no, no, no. Nein, was kommt jetzt? Noch ein paar Aufnahmen, wo man sehen kann, wie viel Herzblut von ApoRed in dem Spiel steckt und wie... Okay, durchatmen, Freunde. SkyMini sagt, jetzt wird's grandios. Three Chord sagt, jetzt wird's cringe. Ich freue mich, dass ihr alle das Mimi-Video schon geguckt habt, dass ihr ihm alle den Klick schon gegönnt habt. An der Stelle, guckt bitte, falls ihr das jetzt hier im Stream oder nachher auf meinem Matti-Kanal seht, guckt bitte nicht nur meine Reaction, guckt bitte auch von Anfang bis Ende einmal das Originalvideo, ja? Das ist für den YouTube-Algorithmus ganz wichtig, ja? Supportet da auf jeden Fall rein. Macht es einfach nebenher an, wenn ihr, keine Ahnung, kacken geht, duschen geht, wie auch immer. Macht das einfach auf dem PC an, geht dann raus, falls ihr es nicht zweimal sehen möchtet. Aber das ist ganz wichtig, ja? Supportet da rein. So, und jetzt stürzen wir uns einmal mit Kopfsprung in den Cringe. Wie gut er sich auskennt. Wo wir aber beim Thema Gaming sind, dieses heutige Video wird gesponsert von Genshin Impact, Freunde. Was heißt auch Genshin Impact? Wahrscheinlich.
stell mir gerade vor, ich nehme Placement an, setze ich vor die Kamera und ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Ja, Genji heißt das, okay. So, wo wir aber beim Thema Gaming sind, Freunde. Dieses Video wird gesponsert von Genjin Impact. Ihr habt zum Beispiel ein Katzenmädchen, ein Fuchsmädchen. Ihr habt auch... Was Genjin Impact auf... Genjin Impact. Genjin Impact hat auch eine richtig geile... Richtig coole Charaktere. Ob es jetzt irgendein Katzenmädchen ist, ein Fuchsmädchen... Oh, das tut echt weh, Alter. Das tut richtig, richtig, richtig weh. Kleiner Tipp an ApoLD, den Allerechten. Schreibt ihr für Placement-Parts ein Skript, Digga. Die meisten Brands, mit denen ich zusammengearbeitet habe in den letzten Jahren, wollen sowieso immer vorher schon mein Skript zugeschickt bekommen. Also die allermeisten Brands sagen, ey, schick mal bitte zu, was du ungefähr sagen wirst im Video. Dann stimmen wir das untereinander ab, ob das cool ist für uns, bevor du dir überhaupt die Arbeit machst, die Kamera aufzubauen und zu drehen. So ist das, so kenne ich das, ja. So ist das mit den meisten. Und ich habe gerade in diesem Jahr richtig viel so an Placements gemacht und so endlich, auch da ist so der Stein ins Rollen gekommen. Ein Placement führt zum nächsten, das ist richtig cool. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe jahrelang ultra gekämpft darum und jetzt bin ich endlich in diesem Modus drin. Deswegen kann ich da jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Also normalerweise musst du immer ein Skript vorher schreiben, also in den meisten Fällen, und das rüberschicken und das abstimmen mit der Brand. Also das tut wirklich weh, ihm dabei zuzusehen, wie er überlegt, okay, wie sage ich das? Und vor allem ist es ja auch einfach ultra stressig zu sehen, für mich jetzt als Creator, als Influencer, ja, ich weiß, viele hassen dieses Wort, aber ist nun mal so. Für mich als Influencer ist es schwierig. Erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an diese Videos von Marvin, wo er mit Hydrohype und mit A-Hole die Influencer alle hops genommen hat. Man sieht ja an der Stelle einfach wieder, man kann einem Influencer häufig einfach nicht vertrauen, wenn er Werbung macht für eine Sache. Weil viele es leider, so wie jetzt in diesem Fall hier, sich überhaupt nicht zu Herzen nehmen, überhaupt nicht stehen hinter dem, wofür sie Werbung machen, nicht mal den Namen wissen von dem, wofür sie Werbung machen. Also wie kann man Werbung für etwas machen, wo man nicht mal weiß, wie es heißt? Wie kann man Millionen von Menschen sagen, Leute, ich empfehle euch, gebt euer Geld dafür aus, auch wenn Genshin jetzt kostenlos ist. Man kann in-game sehr viel Geld da lassen. Mein bester Kumpel Hai, der kann euch dann Liedchen von singen. Gebt euer Geld dafür aus. Ich empfehle es euch wärmsten Herzens. Wie heißt das nochmal? Ach ja, Genshin Impact. Also, versteht ihr, was ich meine? Das schadet jetzt auch wieder mir indirekt und jedem anderen Influencer auch, weil jetzt einfach Leute wieder sehen, krass, wenn der Matti in seinem Video hier, in meinem letzten Video, habe ich beispielsweise euch Readly vorgestellt, was ich persönlich halt sehr cool finde. Jetzt kann man dem Matti nicht mehr vertrauen. Jetzt macht er Werbung für Readly. Meint er das wirklich so? Oder saß der auch eigentlich im Videodreh, wie heißt das nochmal, Readly. So, wisst ihr, was ich meine? Das ärgert mich jetzt auch einfach schon wieder. Mädchen oder ein Samurai, ne? Also richtig geile Option. Super krass und wie gesagt, das... Ja, dieser Blick ins Skript, das ist ganz schlimm. Gibt der ganzen... Entschuldigung, nicht Skript, er hat da das Briefing. Man kriegt, wenn man so ein Placement macht, kriegt man meistens so eine PDF-Datei, da ist so eine kleine Präsentation, da ist ein Briefing drin. Eine Firma arbeitet ja nicht immer mit nur einem, sondern die machen ja eine Kampagne. Zum Beispiel Readly hat jetzt gerade die Oktober-Kampagne und da bin ich einer der Leute, die dann Werbung macht als Teil der Oktober-Kampagne. Die haben also, keine Ahnung, 10, 20, 50, 100 Influencer und denen schicken die alle dieses Briefing. Und da steht genau drin, was soll vor allem beworben werden? Was ist aktuell jetzt im Oktober das Besondere daran? Warum sollten die Leute es vor allem interessanterweise jetzt sich holen? Und da stehen halt die ganzen Sachen drin. Und er hat hier kein Skript offen. Wenn ihr seht, er guckt hier auf sein Bildschirm. Der guckt safe, das sieht man. Der guckt einfach ins Briefing. Genshin hat einfach so ein paar Stichpunkte rüber geschickt, paar Talking Points. Und er liest die einfach ab und stellt die vor. Aber hat nicht mal Ahnung, wie das Spiel heißt. Geschweige denn das Ganze selbst gespielt. Also es ist wirklich ein Trauerfest. Sorry, dass ich das jetzt nicht hier einfach laufen lasse. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich ultimativen Cringe erfahre, dann muss ich immer Pause drücken und kurz mich ablenken. Weil so viel Cringe auf einmal halte ich nicht aus. Deswegen sorry dafür. Wie gesagt, ihr könnt ja auch das Originalvideo ohne meine Kommentare gucken. Aber gucken wir mal weiter jetzt. Und es gibt dem ganzen Game einfach nochmal viel mehr Atmosphäre. Und dann immer instant dieser Blick. Guck doch erst 2 Sekunden in die Kamera und guck dann auf das Skript, weil dann kann dein Cutter das auch richtig schneiden und dann wirkt es nicht so. Aber wenn du immer am Ende des Satzes schon in das Skript guckst, dann sieht man das ja auch im Video nachher. Das kann der Cutter nicht alles rausschneiden. Diese konzentrierten Zuckungen, die sind auch ganz wichtig. Oh, Digga, das tut so weh. Oh, Mann. Oh, können wir das skippen, bitte? Oh, nein. Die haben unterschiedliche Kulturen, die haben einfach einen unterschiedlichen Vibe. Das heißt, ihr habt mega viel Abwechslung. Wirklich? Für den Satz hat er jetzt 2 Minuten gebraucht, dass es so ultra den krassen Vibe gibt? Oh nein, Alter. Es ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Es ist kostenlos.
Das musstest du ablesen. Was liest er jetzt? Was kommt jetzt? Und übrigens, das Ganze heißt Genshin. Oh Junge, was kommt jetzt? Wisst ihr, was ich mich frage? Warum fixieren seine Augen genau einen Punkt? Wenn man liest, dann bewegen sich doch die Augen so von links nach rechts normalerweise, oder? Warum bewegen sich seine Pupillen nicht? Er starrt einfach auf ein Wort. Ich glaube, er versucht gerade einfach, dieses eine Wort zu lesen. Ah doch, jetzt bewegen sie sich. Okay, jetzt liest er. Jetzt überlegt er, okay, wie formuliere ich das? Warte, das kann ich nicht lesen. Da muss ich ja mal nachschlagen. Was bedeutet das denn? Open World. Gucken wir mal kurz bei dictionary.de. Das heißt offene Welt. Okay. MMO, was heißt das denn? Weil ich der Allerechte bin, kriegt ihr noch ein... Er hat die Rabattaktion nachgelesen. Und weil ich der Allerechte... Aber weil du der Allerechte bist, Digga. Und weil ich der Allerechte Hase bin, kriegt er natürlich von mir auch einen Bonuscode. Der ist in der Beschreibung. Aber erst wollte er sagen, weil ich der Allerechte bin. Und beim dritten Anlauf dachte er sich, weißt du was? Nee, ich bezeichne mich nicht als der Allerechte. Ich bezeichne mich jetzt einfach mal random als Nagetier. Ich bin jetzt einfach mal der Allerechte Hase. Oh je, Alter. Und weil ich der Allerechte... Und weil ich der Allerechte Hase bin, kriegt er natürlich von mir auch einen Bonuscode. Der ist in der Beschreibung. Also, viel Spaß mit Genshin Impact. Weiter mit dem Video. So, das war einfach zum Placement. Boah. Ja, ja. Boah. Brüder, soll ich dir ein Placement geben oder demnächst ein doppelt? Hat drei gesprochen, würde ich sagen. Oh, Bruder. Oh, das war Ultimate Pain. Das war richtig schmerzhaft, Freunde. Wie ich schon vorhin meinte, wollte UpRed in dem Genshin Impact Placement Video uns scheinbar auch immer noch erzählen, wie reich er ist, dass er zum Beispiel aus 8K einen siebenstelligen Betrag gemacht hätte. Na, wie gesagt, so hauptsächlich muss ich sagen, die größten Erfolge sind mit Investments gemacht. So, ich habe zum Beispiel... Ja, die guten Investments. Keine Ahnung, so aus 8.000 habe ich mal zum Beispiel einfach mal einen siebenstelligen Betrag gemacht. So, das war auf jeden Fall so prozentual gesehen der höchste Gewinn. Obwohl das letztens noch eine halbe Million waren. Also wenn ich mich über einen Themenbereich auskenne, dann habe ich es drauf, Digga. Das ist ganz ehrlich. Und wenn es um Geschäfte geht, dann kann ich nur eine Sache sagen. Kann man natürlich glauben oder nicht. Da kann jetzt auch wieder ein Mimi von Erke kommen und sagen, nein, Alfred lügt ohne Beweise und mit irgendwelchen Behauptungen, aber es sind dann keine Beweise. Ich habe in einem Geschäft ungefähr 8.000 Euro investiert. Und aus diesen 8.000 Euro und ungefähr eine halbe Million. Wir hatten kommt hier nicht vergessen. So. Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der jetzt so auf dieses ernste Zahl auflegt. Ja, was denn nun? Das ist ja schon ein Unterschied, oder nicht? Und ich find's auch geil, dass er sagt, dass ich keine Beweise zeige, während er selber nie seine Aussagen beweisen kann und jetzt offiziell insolvent ist, ohne Rest. Ich glaube tatsächlich, Red hat sich da nicht widersprochen. Ich glaube, er ist einfach so lost und dachte, 500.000 Euro wären ein siebenstelliger Betrag. Ich glaube, so war's gemeint. Schuldbefreiung in Sachen Business, da bin ich ehrlich, da hat er's drauf. Seine Lügen zum Thema Autos, Immobilien oder Uhren lässt er scheinbar auch genauso stehen. Diese Themen habe ich zwar schon ausführlich in meinem 7. UpRed-Video behandelt, aber da UpRed ja scheinbar immer noch auf seine Lügen besteht und auch nach einem neuen Video von mir bettelt, können wir ja da mal gerne ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich in meinem 7. Teil gesagt habe, dass UpRed seine letzten 4.800 Euro an ein Familienmitglied überwiesen hat, sodass er im Juni schlussendlich auf 4.800 Euro kam, die er prompt in Gänze an ein Familienmitglied überwiesen hat. Sass. Dieses Familienmitglied ist Fahima, UpReds Ehefrau, übrigens auch die, die er seit 2016 mit anderen Frauen betrügt. Was? Was zur Hölle? Hä? Digga, das war einfach nie Thema. Die ganze Zeit macht Mimi Videos dazu. Ja, er macht den Fromm Moslem und er hat Karina und Silvi und so. Er hat die sexuell belästigt und bliblablub und liest das Ananas, sass. Und hier, guck mal, hast du Lust, hier meine Freundin und ich, blabla. Hä? Der war die ganze Zeit in der Zeit verheiratet? Also, Plot-Twist des Jahrtausends, Alter. Digga, das waren erst 16 Minuten. Alter, was kommt denn noch alles in dem Video? Immer, UpReds Ehefrau, übrigens auch die, die er seit 2016 mit anderen Frauen betrügt und denen erzählt, dass er Single sei, was natürlich kompletter Bullshit ist, weil die vor 2016 schon zusammen waren. In dem Kontext will ich hier übrigens nochmal einblenden, dass UpRed behauptet, nie auf fremde Frauen zu geiern und sogar seine Freunde dafür kritisiert, besonders, wenn sie eine Freundin haben. Ich bin auch nicht der Typ, der geiert. Ich bin auch gar nicht der Typ, der geiert. Ich bin sogar der Typ, der, wenn meine Kollegen geiern, der sie sogar kritisiert, weißt du?
Also der Typ, ich bin nicht der Typ, der geiert, weil ich bin der Typ, der die Leute, die geiern, sogar kritisiert. Da habe ich auch 1000 Zeugen dafür. Weißt du, da habe ich auch 1000 Leute, die sagen, das stimmt, wenn ich mal irgendwo hinterher schaue, ne? So was bei Männern teilweise üblich ist, bin ich sogar der Typ, der sagt, ey, hör auf mit der Scheiße, weißt du? Mhm. So, ich hab einen Kollegen, einen Real-Life-Kollegen, der ist mit einer Freundin, weißt du? Dann war ich mit ihm unterwegs, hat er auf irgendwelche Leute gegeiert, dann meinte ich, ey, Digi, du hast eine Freundin, was machst du für eine Scheiße? Was soll ich machen, weißt du? Ja, das ist so. Das ist jetzt vielleicht, ist vor kurzem so gewesen, aber ich sag mal, 2016 war es da auch so? Nee, in dieser Art war ich immer so. König der Doppelmoral, fertig, aus! Ganz einfach. Ich habe Fahima bisher aus Respekt bewusst immer rausgelassen. Crazy, Alter. Das ist ja so absolut crazy. Unnormal, Junge. Weil das bisher auch immer reibungslos geklappt hat. Sie ist aber gerade so stark in der derzeitigen ApoRed-Sache involviert, dass ich sie für gewisse Beweise erwähnen muss. Ihre Identität wird natürlich trotzdem geschützt, denn Mimi bleibt stets ein Gentleman. Und an meine Skeptiker, das ist die Küche aus ApoReds angeblicher Penthouse-Wohnung. Erkennt man am Ofen, an der Küchenarbeitsplatte. Hier sind die Steckdosen und exakt den Reiskocher sieht man auch in ApoReds vorheriger Bude. Hier, by the way, noch mal eine Nahaufnahme. Übrigens, nicht nur Fahima, sondern auch ApoReds Gaspistolenbruder spielt eine wichtige Rolle. Den kennt der ein oder andere von ApoReds Boxkampf. Viele hatten sich bei meinem letzten Video... Gaspistolenbruder? Warum hat Mimi ihren Reisepass? Gefragt, warum weder das Einwohnermeldeamt noch das Gericht oder die Insi-Leute ApoReds Adresse kannten, wenn er doch gleichzeitig in einer Sozialwohnung lebt. Und ehrlich gesagt, habe ich mich das auch ganze Zeit gefragt. Und ich kann die Frage mittlerweile zumindest zum Teil beantworten. ApoRed hat anfangs in der Sozialwohnung seines Bruders gewohnt, von der ich auch das Klingelschild eingeblendet habe. Heißt, die ganzen Behörden konnten davon nichts mitbekommen und mir selber ist lange Zeit auch nicht aufgefallen, dass es eigentlich die Wohnung seines Bruders ist. Dort wohnt zwar offiziell ein Ahmad Ahadi, aber so heißt nicht nur ApoRed, sondern auch sein Bruder. Digga. Das ist doch alles nicht real. Das hat doch irgendein Drehbuchautor geskriptet, oder? Das ist doch ein Filmplot, oder? Warum heißt denn sein Bruder genauso wie er? Oh, dich nennen wir, Aber wir sind ja keine gläubigen Moslems. Aber wir nennen dich Ahmad, nach dem Propheten Mohammed. Schatz, ich bin schwanger. Schon wieder? Oh, Bruder, jetzt brauchen wir ja noch einen Namen, Alter. Junge oder Mädchen? Wird wieder ein Junge. Ah, mach einfach nochmal Ahmad. Nur, dass ApoRed mit Zweitnamen Nadim heißt und sein Bruder Nabil. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal hier gehört. Nabil. Digga, dieser legendäre Clip. Wo sind meine Schuhe? Also, wo sind meine Schuhe? Digga, Nabil. Ausgerechnet dieser Clip auch noch. Nabil, wo bist du? Ich weiß nicht, ich glaube bei uns wurde eingebrochen. Jedenfalls habe ich mir zufällig den Ausweis seines Bruders angeschaut. Digga. Leute, ihr müsst das so sehen. Damit Mimi diese ganzen Sachen auf seiner Festplatte haben kann, muss ihm das alles jemand zuschicken. Da ist irgendein Familienmitglied von Red, der schickt Mimi einfach die ganze Zeit sein Perso, den Reisepass von Reds Frau. Also der heftigste Plot-Twist wäre jetzt, imagine, Red schickt Mimi das alles selbst anonym einfach rüber. Oh mein Gott, Red ist Moon Knight. Every day I wake up and I start to break up. Red hat einfach zwei Identitäten. Das ist jetzt meine Theorie. Das passt auch mit diesem Gottkomplex-Narzissmus-Ding. Hear me out. Meine Theorie. Red hat zwei Persönlichkeiten. Nämlich einmal Apo und einmal Red. Und wenn Red schlafen geht, oh Leute, der echte Hase geht jetzt schlafen, Leute. Dann legt er sich hin, macht so seine Decke drüber, schläft neben irgendeinem random Mädel von der Gangtour ein. So, und dann plötzlich wacht Apo auf. Und deswegen hat er auch so vehement behauptet, Apo, das heißt Red. Weil ihm das ganz wichtig ist. Oh mein Gott, das ergibt sogar Sinn. Also eigentlich laber ich gerade nur, aber das ergibt sogar voll Sinn. Nachts wacht nämlich Apo auf und der bereut dann so alles, weißt du? Der schickt dann Mimi diese ganzen Unterlagen und liegt die ganze Zeit Rohmaterial, schickt Mimi so alles rüber. Weil er weiß, ey, Red unterdrückt das, dass der sich wenigstens mal um die ganzen Steuerunterlagen kümmert. Na gut, dann wenigstens schickt er alles Mimi rüber. Und dann legt sich Apo schlafen und dann wacht Red wieder auf. Und dann läuft wieder Every day I wake up and I start to break up. Lonely is a man without love. Da habe ich nicht genug geatmet. Na gut, weiter geht's. Und dort findet man auch genau diese Adresse zu der Sozialwohnung. Auf den Kontoauszügen des Bruders, der hier zum Beispiel auch komplett ohne Zweitname angemeldet wurde, findet man ebenfalls... Oh, das ist ja mies. Da kannst du die ja gar nicht auseinanderhalten. Ja,
Adresse zu der Sozialwohnung. Und zwar auch schon auf den Auszügen vom April 2021. Heißt, es war immer die Sozialwohnung des Bruders und ApoRed hat die später inoffiziell für sich benutzt, ohne dass davon jemand was wusste. Jetzt ist aber 400 Meter weiter noch eine zweite Sozialwohnung aufgetaucht. Und zwar durch das Jobcenter. Aber woher weißt du das alles, Mimi? Als Fahima für die Bedarfsgemeinschaft mit ApoRed Hartz IV beantragt hat. Diesen Vermerk gibt's dann nochmal in der Jobcenter History von ApoRed. Im Zuge dessen ist die Adresse eben zu dieser Sozialwohnung aufgetaucht. Und das ist auch die... Digga, sind da irgendwelche Beamte beim Jobcenter? Irgendwelche Sachbearbeiter, die das alles einfach abfotografieren und Mimi schicken? Oder ist das wirklich ApoReds zweite Persönlichkeit? Eigentliche Wohnung in dem Raufaser-Tapeten-Wohnungs-Roomtour-Video. Ja, und wie man es von ApoRed gewohnt ist, macht er immer alles krasser als es ist. So hat er aus 87 Quadratmeter fast 100 Quadratmeter gemacht. Optimal schön groß. Also generell die Wohnung ist sehr schön, ist sehr groß. Wir haben fast 100 Quadratmeter und ich bin sehr zufrieden. Was aber viel armseliger ist, ist, dass ApoRed sich noch über Leute gestellt hat, die sich so eine Wohnung angeblich nicht leisten könnten. Ich habe jetzt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Ist demnächst eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung in Hamburg, Digga. Also das wird sich wahrscheinlich niemand von euch leisten können, aber der Steuerzahler, der, Digga, der gönnt den Hasen, Leute. Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay, mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte ich die meisten voll Spackos gar nicht leisten, hier so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Während es eine Sozialwohnung ist, die er sich scheinbar nicht mal selber leisten kann. Die Sozialwohnung seines Bruders nutzt er aber weiterhin. Und warte mal. Ich bin ja gerade dabei, Einkommenssteuer und so weiter alles ready zu machen für die Finanzierung für das Haus, das ich gerade kaufe. Zahle ich durch meine Steuern ApoReds Miete? Imagine genau die, keine Ahnung, sagen wir mal, das sind so 400 Euro im Monat. Imagine genau diese 400 Euro, die von mir kommen, sind genau die rein zufällig an Red wandern. Digga, dann bin ich einfach sein Vermieter. Fett. Und zwar, um pfändbare Gegenstände vor dem Gerichtsvollzieher zu verstecken, beziehungsweise um sie vorher zu Geld zu machen. Und das werde ich kurz mal beweisen. Wie der Zufall es so will, war ich auf eBay Kleinanzeigen. Da habe ich zufällig diesen Shop von einem Sam gefunden. Oh nee, was kommt denn jetzt? Als ich den wunderschönen Boden gesehen habe, die allerechte Raufasertapete im Hintergrund gespottet habe und auch diese Lautsprecher aus einer alten Insta-Story. Junge, das kannst du doch keinem erzählen. Also, das hat doch Mimi nicht selbst rausgefunden. Das ist einer von über 900.000 Menschen, Leute. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, ja? Das ist fast eine Million Menschen. Irgendwer hat das zufällig gespottet und war so, warte mal, und hat das Mimi rübergeschickt. Safe, das kann der doch nicht alles selber rausgefunden haben. Impossible. Der müsste doch 24/7 das Internet scouten. Story wiedererkannt habe, wollte ich es zuerst für einen Zufall halten. Doch dann sah ich Wandfarbe in Altweiß im Angebot. Ich habe auch hier vieles in die Mitte platziert, weil jetzt die Tage der ein oder andere Mal in der Hase kommt. Ja, die Wandfarbe wird verändert. Von Weiß auf Altweiß rum. Oh, und genau deswegen darf man einfach nichts sagen in seinem Video. Für mich raucht das Ganze einfach nur noch nach afghanischem Questmaster. So auf Range Rover angelehnt, wenn ihr wisst, was ich meine. I see what you did there. Mal angenommen, das sind Leute vom Arbeitsamt etc. Ist es zwar einerseits nice, andererseits so gesehen eine ähnliche Situation wie bei Chef Strobel. Absolut korrekt. Eigentlich ist das eine Tragödie. Folgte aber einfach nur noch filmreif. Ich habe mir zufälligerweise ein paar neue Accounts gemacht. Mit einem davon hatte ich Interesse an einem angebotenen Monitor. Ich habe gefragt, ob er noch zu haben ist und ob ich... Kann ich zum Abholen kommen? Steht da Red in seiner Sozialwohnung? Ding dong. Oh, mein eBay-Kunde ist da. Steht da Mimi mit der Canon-Legel, ja, mit eingeklapptem Display. Man sieht eindeutig, dass du versuchst, die Kamera zu verstecken, Digga. Ob ich mit PayPal zahlen kann. Prompt bekam ich die PayPal-Adresse. Prinz Puma... Das wird immer besser und besser. @gmail.com. Natürlich wollte ich direkt überweisen, doch das Schicksal nahm seinen Lauf. Ich gab Prinz Puma bei PayPal ein und der hinterlegte Nutzername war Nadim Ahadi. Ja, das kann ja jetzt jeder Nadim Ahadi sein, dachte ich mir. Aber die... Könnte zumindest sein Bruder sein. E-Mail-Adresse führt zum PayPal-Handle ApoRed. Ah, nee, gar nicht. Der heißt ja Nabil. Genau, so war das. Sale. Und es ist sogar noch sein erster YouTube-Kanal hinterlegt. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Übrigens, Prinz Puma ist auch die PayPal-Adresse gewesen, an die Patrick das Geld für die Uhr geschickt hat. Ich habe noch vor einer halben Stunde gesagt, das sind klare Indizien dafür, dass das alles Fake-Shops waren und ApoRed dahinter selber steckt. Das waren bisher eindeutige Indizien. Und jetzt ist es ein Beweis. Jetzt ist es nicht nur sehr eindeutig, jetzt ist es ein Fakt. Diese ganzen Firmen, die ApoRed in den letzten Jahren beworben hat, die hat er selber gegründet. Das ist wie, stellt euch vor, ich habe ja meinen eigenen Shop, den Matti Support Shop, ja? Da könnt ihr so Zaubertrick-Sachen kaufen von mir. Die habe ich hier tatsächlich alle hinter mir liegen. Ich packe die alle selbst ein und verschicke die selbst. Ich bringe
die Sachen selbst zur Post. So, das ist mit Liebe an euch, eure Liebe, meine Liebe. So, geben und nehmen, alle happy. Ihr wisst, ihr supportet meine Videos damit, weil von dem Geld kaufe ich dann wieder Sachen für die Videos. Und ihr habt dafür freshe Zaubersachen. So, und jetzt imagine, ich würde nicht diesen Matti-Support-Shop betreiben und sagen, ey, das ist mein Job, ich mache das alles selber. Sondern stellt euch vor, ich sage, ey Leute, ich habe ein freshes Placement am Start. Nämlich der heutige Sponsor des heutigen Videos heißt Gimmick-Schmiede. Da gibt's die allerheftigsten. Also, da gehe ich so in diesen Shop. Also, ganz ehrlich, an eurer Stelle, ich würde so 10, 3, 4 auf einmal kaufen. Die Loops, die reißen schnell. Also, ich würde an eurer Stelle 10, 3, 4 auf einmal kaufen, so. Aber eigentlich stecke ich dahinter. So, genau das ist hier gerade Phase. Die Uhr, die er dann nie erhalten hat. Aber zurück zum Monitor. Ich habe gefragt, ob ich den Monitor eigentlich auch abholen kann. Und er... Ich wohne in Lüneburg, da fahre ich selber kurz hoch nach Hamburg. Wie ist die Adresse? Ja, geht. Ich kann auch heute oder morgen. Ja, aber wo muss ich denn jetzt hinfahren? Hat mir die Adresse gegeben. Und das war die Adresse zu der Sozialwohnung von ApoRats Bruder. Weil sich dort, wie gesagt, der ganze Kram von ApoRat befindet, damit das der Gerichtsvollzieher nicht findet. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich unter den Elektronik-Sachen auch die Sachen aus dem Level-Up oder... Das wäre... Das wäre dieses andere Level gewesen. Fake-Gewinnspiel? Ja, die Partner sind schuld. Ich mache das jetzt nur mit seriösen Firmen. Der hat eine GmbH, Leute. Deswegen wirkt das alles sehr seriös auf mich, weil die haben ja 25.000 Euro da rein investiert, Leute. Und dann stellt sich raus, dieses Bild, wo Red vor diesen ganzen Gewinnen steht. Ne? Red hat die Gewinne einfach alle behalten. Das wäre so lustig. Aber okay, anscheinend ist es nicht so passiert. Ich finde. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich unter den Elektronik-Sachen auch die Sachen aus dem Level-Up oder Nano-Gaming-Gewinnspiel finde. Musste aber fairerweise sagen, dass ich nichts finden konnte. Allerdings habe ich auch nur 11 Artikel gesehen von über 170 verkauften Sachen. Eine Sache hat mich aber noch gewurmt. Als ich das mit der Insolvenz damals veröffentlicht habe, Kontoauszüge gezeigt habe und gezeigt habe, dass sein Konto eingefroren wurde und er die banalsten Dinge nicht mehr zahlen konnte und auch das Ordnungsgeld nicht mal in Raten zahlen konnte, gab es immer noch Schlaumeier, die fest daran glauben wollten, dass ihr toller ApoRed noch Konten bei anderen Banken hat. Ich habe zwar schon in dem Video gesagt, dass die alle über die Schufa miteinander vernetzt sind, aber dachte mir, vielleicht kann ich das Ganze noch etwas deutlicher machen. Also habe ich mich mit einem weiteren neuen Account angemeldet. Dem 5. Account. Ich sehe mich übrigens... Ein Opel. Ist nicht in der Rechtfertigung, euch die ganzen anderen Accounts zu zeigen. Außerdem sind die gerade in der Reparatur. Warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Stark. Unabhängig davon, ne, der Wagen wurde auch an der rechten Seite geditscht. An der rechten Seite hat er so einen Unfall gehabt, ist ein Vollidiot reingefahren und ist dementsprechend auf jeden Fall Reparaturmodus. Was soll ich denn da zeigen? Jedenfalls hatte ich mit meinem 5. Account Interesse an einer Grafikkarte. Ich habe gefragt, ob die noch zu haben ist und was das Ganze mit Versand kostet. Nachdem ich beide gewünschte Antworten bekommen habe, meint... Oh, ich hoffe, der hat nicht wirklich seine Adresse angegeben, weil jetzt durch das Video weiß Red ja, dass das hier Mimis Adresse wäre. Ich hoffe, der hatte irgendeine andere Adresse angegeben. Ich, dass ich leider kein PayPal habe, aber ich könnte ja mit Überweisung bezahlen. Ich will hier mal festhalten, ich war ohne Verhandeln bereit, sofort 835 Euro zu überweisen. Und plötzlich hat er um den heißen Brei geredet. Also ich würde dir generell empfehlen, niemals so eine Summe an irgendjemanden zu überweisen. Es laufen viele Betrüger herum und mit Überweisungen hast du keinen Käuferschutz. Das ist nämlich gerade ganz kurz der Apo. Apo ist hier gerade aufgewacht und hat diese Nachrichten gesehen zwischen Red und Mimi und war so, oh mein Gott, nein, ich muss ihn beschützen vor meinem alter Ego. Apo redet nämlich so, Mimi, ich würde dir auch wirklich empfehlen, da sind sehr viele Betrüger da draußen, also pass mal auf, du hast dann keinen Käuferschutz. Du musst aufpassen, ja? Die Welt ist ein böser Ort. Da hat er sich hingelegt, Red ist wieder aufgewacht. So Leute, schauen wir mal in unseren eBay-Postfachverlauf rein. Oha, Digga, da will jemand per Banküberweisung bezahlen, da würde ich mal stark behaupten, da cashen wir doch mal ab und geben dem einfach gar nichts, Digga. Ich habe mich dann doof gestellt, um das Ganze umzudrehen. Das stimmt wohl, aber der Account ist ja von 2019 und da steht 174 Transaktionen bisher. Das ist doch legit, oder nicht? Klaro, aber wie gesagt, diese Betrüger sind schon sehr pfiffig und nehmen auch alte Accounts. Nur so als Tipp für dich, bezahle immer solche Geschichten entweder mit eBay oder PayPal Käuferschutz. Ich will hier nochmal festhalten, dass ich hier eigentlich der perfekte Kunde war. ApoRed hätte keinen einzigen Nachteil. Ich feilsche nicht am Preis und er muss keine Gebühren an eBay oder PayPal abdrücken. Wenn ApoRed doch selber weiß, dass er ja kein Betrüger ist, gibt es keinen einzigen Grund, warum er das Angebot nicht annehmen soll. Oder? Ja, außer er hat einfach kein richtiges Bankkonto, abgesehen von dem einen, was der Insolvenzverwalter jetzt kontrolliert. Und hoppla! Absolut korrekt. Plötzlich muss er das Ganze aufschieben und erst ein Telefonat mit jemandem führen, ob die Grafikkarte nicht schon verbaut worden ist. Obwohl er mir 2 Stunden vorher gesagt hat, dass die Grafikkarte noch zu haben ist. Natürlich hat er danach nie wieder geschrieben, auch nicht, als ich ihn nochmal erinnert habe. Und nein, die Grafikkarte war nicht verbaut. Er hat die auch verkauft.
verkauft gesetzt und kurz darauf nochmal neu reingestellt. Unser Multitrilliardär kann einfach keine Überweisung annehmen und wartet lieber auf jemanden, der sein Geld an Prinz Puma schickt. Und apropos Prinz Puma. Also das ist richtig krasse Recherchearbeit von Mimi. Das ist ultra heftig, auf diese Idee zu kommen einfach. Aber wirklich, ich hätte das so mir gewünscht, dass Mimi das wirklich einfach gekauft hätte und wirklich zum Abholen vorbeigefahren wäre. Das ist auch die E-Mail-Adresse, die er bei Miles angegeben hat. Ihr wisst schon, das Carsharing-Unternehmen, wo er damit geflext hat, dass er seine Klamotten zum Wagen matcht. Was immer sehr wichtig ist, Freunde, dass man auch sein Outfit, na, natürlich dem Wagen auch anpasst. Ne? Heißt, schwarzes Outfit mit leichten silbernen Akzenten. Sprich, schwarzer Wagen, silberne Akzente. Let's go, okay, komm. Leider wurde er wegen der Schufa-Einträge auf der App gesperrt. Und abgesehen davon hat er auch kein... Digga, und da hat ja wieder wer was geleakt. Und zwar diesmal von Miles. Das ist nicht irgendein Beamter gewesen, sondern das ist jetzt hier gerade seine ganzen Infos auf der Miles-Plattform. Wenn man sich einloggt mit seiner E-Mail und seinem Passwort. Also das kann doch nur sein, dass Apo, der gute Zwilling von Red, dass Apo Mimi alles selbst schickt. Es kann gar nicht anders sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube jetzt fest an meine Moonlight-Theorie. Das ist das Einzige, was für mich in Frage käme. Oder andere Variante, Apo Reds Frau liegt alles, weil Apo Red sie die ganze Zeit betrogen hat über die ganzen Jahre und jetzt kommt ihre fette Racheaktion. Und jetzt liegt sie alles. Oder, absolut richtig, Glatzengurke, oder Mimi hat aus irgendeinem Grund Zugriff oder Apo Reds E-Mails und Passwörter. Das kann halt auch sein. Oder hat einen Trojaner auf seinem PC oder so. Aber das glaube ich eher weniger. Den Führerschein hinterlegt. Aber Moment mal, wie kann er dann trotzdem mit Miles rumfahren? Ganz einfach, er hat seinen Bruder Nabil und seine Frau Fahima angemeldet. Das erkennt man an den Telefonnummern, die man ab Red zuordnen kann. Und nicht nur das, die ganzen Zahlungen für die Fahrten wurden mit dem PayPal-Account privatenadim@gmail.com gemacht. Hier bei seinem Bruder Nabil und hier bei Fahima. Und bei PayPal führt Private Nadim ebenfalls zum PayPal-Handle ApoRedSale. Abgesehen davon, dass es gar nicht erlaubt ist, mit fremden Accounts zu fahren, muss man sich hier die Frage stellen, wie das eigentlich sein kann, dass ApoRed angeblich 5 Autos besitzt, darunter Range Rover, Lambo, S-Klasse, sein spektakulärer 5-Wagen. Ein Opel. Und trotzdem Legende. Macht er in 7 Monaten über 70 Fahrten mit der Miles und mit der FreeNow-App. Alter, Mimi hat alles, Digga, das ist die ultimative Zerstörung einfach. Er hat einfach alles. Krass, dass seine ganzen Autos so lange in der Reparatur sind. Durchschnittlich fährt er jeden dritten Tag damit und dann prallt er im Internet rum, dass die missgünstigen Penner ihn weiter in seinem Range Rover rumcruisen sehen. Das heißt, wenn irgendein dummer, missgünstiger Penner sich jetzt dachte, boah, geil, jetzt wird der Operator vorne gleich an der Straße liegen, halb tot am Baron, dann kannst du das nächste Brötchen bei der Bäckerei nicht leisten. Den musst du leider enttäuschen. Mich wirst du leider dennoch in einem 120.000 Euro 600 PS weitgebauten Range Rover rumcruisen sehen. Der, wie schon in meinem 8. Teil gezeigt, nicht mal ein Kennzeichen hat. Der Typ hat schon längst keine Autos mehr. Das ist so extrem offensichtlich. Und zu seinen Immobilien will ich auch noch was sagen. Ich habe die Reaction von Hisham auf meinen 7. ApoRed-Teil gesehen und er hat sich da an einer ganz bestimmten Sache aufgehalten. Was kommt jetzt? Naja, wie dem auch sei. Von dem ersten Haus habe ich übrigens noch kein Exposé gefunden. Ich weiß nicht, woher Justin die Info hat, aber er meint jedenfalls, dass das erste Haus auch gemietet ist. Also wir haben ja auf sein erstes Haus schon reagiert. Deswegen wahrscheinlich auch der Wunsch, dass wir auf dieses Video hier reagieren. Ob er sich jetzt ein zweites Haus gekauft hat oder gemietet hat, nee, das erste Mal gemietet. Ich weiß nicht, was jetzt hier der Fall ist. Was nun bedeuten würde, dass diese beiden Häuser schon mal nicht ApoRed gehört haben. Okay, eine Aussage von dem Justin, der sagt, was wahrscheinlich gemietet ist, hat mehr Wert. Ah, sorry, mein Chat ist im Weg, Entschuldigung. Als jetzt ApoReds Aussage. Also das ist jetzt sein Argument, weil Justin in einem Livestream gesagt hat, ja, sein erstes Haus war, glaube ich, gemietet. Das ist jetzt sein Argument, dass es gemietet ist. Oder gemietet war. Fertig, das ist jetzt Argument. So, das war's. Bruder, bitte, ich dachte, ey, komm, bitte, hör doch auf. Bruder. Wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen, wo man jeder Person mehr glauben kann, als das, was ApoRed sagt. Trotz absolut korrekt. Trotzdem gibt es dann solche Leute in seinem Umfeld, die ihm jeden Scheiß glauben und bei mir das Haar in der Suppe suchen. Das werdet ihr aber nicht finden, weil ich gar keine Haare mehr habe. Ich hab's mir aber nicht nehmen lassen und das Inserat der ersten Immobilie rausgefunden. Hier sieht man den Flur, hier die Toilette, hier die Treppe und hier die Küche. Und nicht nur das, ApoRed hat die Adresse auch in seinem gesperrten Miles-Account hinterlegt. ApoRed hat die Bude nur gemietet, genau wie alle seine anderen Immobilien. Und das fühlt sich unglaublich gut an. Dieses jetzt erst recht, wenn alle nörgeln und meckern, wurde dann trotzdem beweist, na, ich habe trotzdem recht. Das ist für Mimi safe jetzt einfach dieses gewesen. Obwohl er sich immer als krasser Immobilienbesitzer ausgegeben hat. Im Klartext, Justin hatte recht, ich hatte recht und ApoRed hat wie immer scheiße geredet. Oh, wer hätte das gedacht? Oh,
So haben wir das stark auch kurz geklärt und jetzt schauen wir mal in ApoRed's Cancel-Video rein. Und zwar geht es diesmal. Ach, Digga, dieses Video ist auch so schlimm gewesen. Da habe ich ausnahmsweise nicht drauf reagiert, weil ich konnte es mir nicht verkneifen, es mir privat anzugucken. Es war einfach zu gut. Und mein Video, was ich offline genommen habe. Ich habe das Video als privat genommen, ja, mit dem Titel, so nach dem Motto, ich wurde gehackt. Das war mein Gaming-Channel, der gehackt worden ist. Hat ein ausführliches Video dazu gemacht und ich habe ja auch ein Placement da gehabt. Ein geiles Game, brauchen wir gar nicht drüber reden, freshes Game. Jetzt haben die Firma, mit der ich dann zusammengearbeitet habe, haben jetzt richtig viele Leute mobilisiert. Da haben sich wirklich eine Gruppe von Opfern, von wirklichen Opfern, ich werde auch gleich erklären, warum das auch Opfer sind, ne? Die haben die dann kontaktiert und haben das auch gesehen, was so Nachrichten dann kamen. Ne? Dann kamen da so Nachrichten wie, wie könnt ihr mit so einem Typen zusammenarbeiten, ein Verbrecher? Wie könnt ihr mit einem Verbrecher zusammenarbeiten? Ne? Übertriebene Sachen meinen sie sich, aus verrückte Sachen sagen, so verrückte Lügen. Wie könnt ihr mit einem Steuerhinterzieher, mit einem Straftäter und sonst was? Was für Straftäter? Was geht ab, Digga? Ich habe die meisten Reactions zu dem Video angeguckt und find's interessant, dass dem ApoRed hier an der Stelle einfach so geglaubt wird, dass das so stattgefunden hat. Wenn er die Nachrichten gesehen hat, warum blendet er die da nicht einfach ein? ApoRed hat sich seine Glaubwürdigkeit schon so dermaßen verspielt und so dermaßen oft gelogen, dass man ihm von Grund auf erstmal gar nichts mehr glauben sollte, ohne dass er Beweise dafür zeigt. Zumal das doch eigentlich ganz leicht sein müsste in dem Fall. Bei seinem Ich wurde gehackt Video hat das auch hingekriegt, die E-Mail von YouTube einzublenden, in der stand, dass YouTube keinen einzigen Hinweis darauf finden konnte, dass er gehackt wurde. Allein, dass er hier einfach nur labert, ohne was zu zeigen, ist in seinem Fall schon verdächtig. Die Tatsache, dass er das Video runternehmen musste, muss gar nichts heißen. Rein theoretisch kann es auch sein, dass ApoRed dieses lieblose Hacking-Video einfach hochgeladen hat, ohne das Ganze vorher an den Sponsor zur Abnahme zu schicken. Jeder, der das ApoRed-Video gesehen hat, weiß, wie lieblos das hingeschissen wurde. Ich bin ein ganz normaler, cleaner, deutscher Burger, sauber, was für Straftaten, weißt du was? Ganz cleaner ApoRed Burgi ist er nämlich. Hochstapler, was für hier, was für da. Irgendwelche Sachen werden ja irgendwie brutal irgendwo hergezogen. Ja, ganz normaler, cleaner, deutscher Burger, der 15-jährige Mädels für Klicks beleidigt, Bombenprank gemacht hat, vorbestraft deswegen Körperverletzung, betont hat, dass er kriminell aufgewachsen ist und auch immer noch sehr kriminelle Freunde hat, mit denen er mich bedrohen will. Ich mag den Typen gar nicht, Mimi. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Ja? Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Ich wünsche, dass er ein besserer Mensch wird und einfach aufhört, dreckig zu sein und einfach Leute Sachen beschuldigt, die unlogisch sind, gar keinen Sinn machen, ohne Beweise, ohne gar nichts. Ich wünsche ihm das. Jetzt kamen die Beweise. Wunsch in Erfüllung gegangen. Andere Leute werden, oh, Digga, meine Freunde, ihr wisst nicht, ne, Freunde von mir sagen, ihr wisst nicht, ich hab, guck mal, Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich, ne, also so, also könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich die sind. Das ist so, du kriegst Angst. Weiß ich nicht, ob ich damit jetzt so flexen würde, ehrlich gesagt. Also, ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen zu tun gehabt mit Leuten, die wiederum zu tun gehabt haben mit besagten gefährlichen Leuten. Mir war das ehrlich gesagt sehr unangenehm und ich habe den Kontakt dann auch irgendwann abgebrochen, weil ich einfach so gemerkt habe, oh, da will ich nicht reinrutschen. Weiß nicht, ob ich damit jetzt flexen würde, so im Livestream vor Hunderten von Leuten. Ey, aber ihr müsst auch wissen, meine Leute, die bringen euch einfach um. Alle, die jetzt hier reinhaten in den Chat, normalerweise werden die ja bei anderen Streamern getimeoutet, gebannt. Bei mir, Leute, werdet ihr einfach abgestochen, Digga. Man kriegt Angst. Also wirklich, du kriegst Angst. Ich laber keine Scheiße, ne? Und guck mal, wer noch lächelt dabei. Der ist halt so richtig stolz drauf, ne? Die könnten Sachen machen, Digga. Also verrückte Sachen, ja. Ich könnte nur einmal schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Mit 14 Jahren hat er ein Auto geklaut und laut seiner eigenen Aussage scheinbar nicht nur eins. Ich habe schon heftige Sachen gemacht, Leute, Digga. Aber ihr müsst euch so vorstellen. Wir reden hier von einem Typen, der vielleicht 50 Schlägereien hatte auf der Straße. Der vielleicht mal das ein oder andere Mal ein Messer gezogen hat. Der vielleicht das ein... Weiß nicht, ob ich da so stolz drauf wäre, ehrlich gesagt. Würde mich eher schämen dafür, oder? Ein oder andere Auto mal gestohlen hat. Der vielleicht ganz böse Sachen gemacht hat, die er nicht mal auf YouTube erzählen kann. Er hat mehrere Gewinnspiele nicht eingelöst, Schuld konstant immer auf andere geschoben, Sachen verkauft, die er nie verschickt hat. Er hat mehrfach aus Friedensbruch begangen und in Videos stolz erzählt, dass er dafür angezeigt wurde, aber darauf scheißt und damit weitermacht. Sagt allen euren Freunden Bescheid, Digga. Leo Marcher und ApoRed, die scheißen auf die Anzeigen. Die scheißen einfach drauf. Shit. Ohne Witz, die machen einfach weiter. Er hat seinen Plan zur Steuerhinter... Ganz ehrlich, das ist einfach Red. Sein alter Ego Apo, dem blutet das Herz, wenn er das alles hört. Aber das ist wirklich einfach... Der hat einfach einen Knacks weg, Digga. Beziehung und Insolvenzverschleppung öffentlich gemacht. Kritik hat er immer als Hate abgestempelt, beziehungsweise die Kritiker als Psychos, Rassisten oder Neider abgetan. Insgesamt hat er wahrscheinlich mehr gelogen, als dass er die Wahrheit gesagt hat. Ich würde sagen, ja, er ist ein ganz normaler, cleaner, deutscher Burger. Sehr schöner Einspieler. Ich habe mich ja gerade gefreut nochmal auf diese saftige Aussprache von Burger. Dann aber der Einspieler, sehr gut. Ist aber jetzt nicht er selber schuld, sondern die Streamer. Also, ich muss auch sagen, die Hauptenergie kommt da von diesen Streamern. Diese Streamer kommen, erzählen die ganze Zeit Müll über mich. Müll, Müll, Müll. Die kommen und sagen,
ich sag, mach ein ganz normales Video. Ja, Red lügt. Ja, was er sagt, er wurde gehackt, das hat er selber inszeniert. Was für? Das hat er selber inszeniert. Das ist voll der Lügner und so. Ja, das ist bestimmt nur gemacht. Ja, er will das bestimmt sein Channel. So eine dumme Aussage kommt mir wieder vor der Ecke, wo ich mir sage, Digga, was ist dein Problem? Warum musst du immer jedes Mal, warum müssen diese Leute immer, wenn ich was sage, immer sagen, Lüge, 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 alles mal so negativ? Was ist euer Problem? Aber wisst ihr, was ich auch ganz lustig finde? Red hat doch selbst behauptet, in seinen Videos damals zu der Zeit Carina Silvi blabla, er hat doch selber behauptet, wenn ein Video viele Dislikes hat, ist das ein klares Indiz, dass der YouTuber lügt. Und wenn ein Video viele Likes hat, ist das ein klares Indiz, dass der YouTuber die Wahrheit sagt. Warum müssen diese Leute immer, wenn ich was sage, immer sagen, Lüge, 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 alles mal so negativ? Was ist euer Problem? Das größte Problem ist die Scheiße, die du seit Jahren baust. Und das zweitgrößte Problem ist, dass du nichts davon einsiehst oder die eigentlichen Kritikpunkte komplett ignorierst. Normal, dass Streamer bei anderen Sachen dann skeptisch sind, besonders weil du eben fürs Lügen bei komplett allen Sachen bekannt bist. Du hättest dich auch einfach auf deinem Red Summer Kanal einloggen können und zeigen können, dass du die besagten Rechte nicht mehr hast. Nicht mal das hast du gemacht. Und dann brauchst du dich auch nicht beschweren, dass Streamer dir nichts glauben. Ich glaube aber eher, dass du dich darüber freust, dass Leute das mit dem angeblich gehackten Kanal ansprechen oder die Flecken auf dem Laken oder fehlende Gardine oder Loch in der Socke und so weiter. Ihr stellt euch dann vom PC und redet darüber, welche Wandfarbe ich habe. Ihr redet darüber, wie mein Schrank gerade aussieht. Ihr redet darüber, warum ein Loch in meiner Socke da ist. Alleine das beweist, dass ihr Opfer seid. Es beweist es einfach. Ich brauche nicht darüber diskutieren. Für mich ist das eine klare Sache. Du machst aus kleinen Bemerkungen in Kommentaren oder Reactions das Hauptthema. So versuchst du den Fokus von der eigentlichen Kritik weg. Ich wollte gerade sagen, so, was hat das jetzt damit zu tun, Digga? Es sind so viele andere schwere Vorwürfe gegen ihn und er hält sich auf den Witzen, auf den Meme-Kommentaren. Na, wo sind deine Gardinen? Du tust so, als ob es hier nur um solche Belanglosigkeiten geht. Und apropos Kommentare, wie sicherlich schon viele Leute bemerkt haben, hat ApoRed immer verhältnismäßig wenig Kommentare auf die Videos. Das sind 242. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass Kommentare einfach nur gelöscht werden, sondern ApoRed entscheidet, welche Kommentare überhaupt erst veröffentlicht werden, was das Ganze eigentlich noch viel ekelhafter macht, weil er selber entschieden hat, dass so ein Kommentar mit der Rassismuskeule hier zum Beispiel veröffentlicht wird. ApoRed hat den Kommentar vielleicht nicht selber verfasst, aber er hat ihn bewusst veröffentlicht. Genauso den Kommentar, wo jemand an der Das sind meine Mods, Digga. Echtheit der geleakten Kontoauszüge zweifelt. ApoRed hat den Kommentar vielleicht nicht selber verfasst, aber er hat ihn bewusst veröffentlicht. Was schon interessant ist, weil ApoRed vorher zweimal bei Google gejammert hat, dass ich gegen Datenschutz verstoße. Was doch eher bedeutet, dass ApoRed weiß, dass die echt sind. Und abgesehen davon wurde mir eine Abmahnung geschickt, dass ich seine Kontoauszüge noch etwas mehr zensieren soll. ApoRed, entscheid dich mal, sind die Kontoauszüge jetzt echt oder nicht? Generell die Kommentare unter seinen Videos zu lesen, wenn man weiß, dass die ja von ApoRed veröffentlicht wurden, hat nochmal einen ganz anderen Cringe-Beigeschmack. Ach, und by the way, zum Thema Kommentare. Ich lese bei mir immer wieder, dass ApoRed mietfrei in meinem Kopf leben würde. Ja, woanders könnte er die Miete doch gar nicht zahlen. Diese Streamer, ne, die denken auch, die werden heftig. Richtig und wichtig. Nicht nur, weil sie ein bisschen Reichweite haben, aber ihr ein bisschen Klicks habt. Digga, ihr sagt ApoRed, ne? Er fühlt sich heftig wegen Klamotten oder sonst was, ne? Wegen Autos oder sonst was, ne? Ihr sagt, deswegen fühle ich mich heftig. Ihr wollt mich damit festmachen, was gar nicht stimmt. Ich kenne auf YouTube keinen einzigen, der so viel mit Sachen flext, die er gar nicht besitzt. Wer musste denn erwähnen, wie viel Geld, Immobilien, Autos, maßgeschneiderte Designerjacken und Jeans er hat, obwohl er das nachweislich alles nicht hat und auch teilweise nie hatte? Braucht mir nicht so tun mit, ja, Red verarscht und hier und verarscht da. Digga, tut nicht auf scheinheilig nach dem Motto, euch wäre irgendjemand egal, euch wäre es wichtig, wem ich angeblich verarsche und so. Tut nicht so. Ihr denkt immer an euren eigenen Arsch, ihr denkt immer an euer eigenes Geld und so und ihr tut immer auf Menschenwerte und so. Ihr wollt einfach nur ein Niedermachen. Was ihr macht, ist nur Cybermobbing. Okay, ApoRed verarscht Leute mit Gewinnspielen oder sendet verkaufte Artikel nicht zu und seine Verteidigung ist jetzt, dass das den Kritikern egal ist, weil sie ja nur an ihrem eigenen Geld interessiert seien und das bei ApoRed nur Cybermobbing ist. Das ist die seltsamste Verteidigung überhaupt. Selbst wenn das alles so wäre, hast du doch trotzdem Leute gescammt und den gescammten Leuten ist das bestimmt nicht egal. Und darum geht's hier und darum sollte es dir auch gehen. Aber surprise, dir sind die gescammten Leute selber scheißegal und jetzt schließt du von dir auf andere. Und was das jetzt mit Cybermobbing zu tun haben soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das Beste kommt jetzt. Das Placement-Geld, das war nicht für mich gedacht. Ich wollte mich nicht damit bereichern. Und zwar hat mich ein Freund... Digga, das war der unangenehmste Part. Also bei dem Part musste ich tatsächlich laut lachen. kontaktiert, ne? Den ich seit ungefähr 8 bis 9 Jahren kenne. Das ist ein richtig guter Freund von mir. Den kennen auch einige von euch, ne? Aber... Red redet gerade über Apo. Plot Twist. Leute, meine Moonlight-Theorie, ich sag's euch, sie stimmt. Ist einfach Real Talk so. Er hat eine schwierige Phase. Er hat einfach gerade eine geldliche schwierige Phase. Und er ist gerade am Arsch gerade, so ist das meine. Und er kam dann zu mir und meinte, ey Red, Digga, ich bin ehrlich, Bro, du weißt, wir sind wie Brüder und so. Ich brauche echt ein bisschen Hilfe und so. Das war auch ihm voll unangenehm. Denk dran, das ist sein alter Ego. Das ist einfach mein schlauster Gedanke, den ich jemals hatte. Ich bin so verdammt stolz auf mich, Leute. Kniet nieder vor dem neuen Albert Einstein, Bruder.
Das war ein voll unangenehm. Er hat mich noch nie in dieser ganzen Freundschaft nach Geld gefragt. So, noch nie. Weißt du? Und ich weiß das auch. Er ist ein richtig loyaler Mensch. Er ist ein richtig cooler Typ, so. Und ich habe mir einfach gedacht, Digga, ganz ehrlich, ich habe da so das Placement-Angebot. Es ist auch ein cooles Game, so. So, es ist ein Top-Game einfach. Es spricht nichts dagegen. Woher willst du das wissen? Du wusstest nicht mal, wie das Spiel heißt. Woher willst du wissen, dass es ein gutes Game ist? Ich habe gesagt, komm, ganz ehrlich, dann gib mir mal deine PayPal-Adresse. So, ich meine, gib deine PayPal-Adresse. Digga, ich lasse das ganze Geld dir zuschicken. So, prinzpuma@gmail.com. Was meine? So, ich mache das Placement, ich brauche das Geld nicht. Ich lasse dir das Geld schicken, so, weißt du? Weil wo, dafür sind ja Freunde da, so, ne? Mein Kollege ist ein sauberer, cleaner, geradliniger deutscher Burger. Cooler Dude, ne? Der ist auch, also der ist auch ein Beamter. So, das ist ein gerader Mann. Das Red ist Beamter, Digga. Das ist ein sauberer, deutscher Mann, sag ich mal, wie ich. Mit dem neuen Wissen aus meinem jetzigen Entschuldigungsvideo wirkt das ja noch viel dümmer als so schon. Ein Beamter mit Geldproblemen geht zu ApoRed, der nicht mal Audible, Netflix, Krankenkasse und seinen Steuerberater bezahlen kann, eine negative Schufa hat, Ordnungsgelder nicht mal in Raten zahlen kann, offiziell ein Insolvenzverfahren hat, bei Leuten verschuldet ist, keine Restschuldbefreiung bekommen hat, in einer Sozialwohnung lebt, Hartz IV beantragt hat und sein Hab und Gut verkauft, um bisschen Geld auf PayPal zu haben. Statt dass ApoRed das Geld aber nutzt, um endlich mal seine Schulden zu bezahlen und sich selber mal versucht, aus der Scheiße zu ziehen, will er einem Beamten 4000 Euro schenken und selber dafür noch dazu Steuern zahlen. What? Hä, ApoRed, wie heißt dein Kumpel auf PayPal? Zufällig Prinz Puma? I knew it. Und wenn ja, wollte ich dich darauf hinweisen, dass man als Hartz IV-Empfänger kein Beamter ist, nur weil man durch Steuergelder finanziert wird. Was ApoRed macht, ist übrigens verboten, weil er dazu verpflichtet ist, dem Insolvenzverwalter das ganze erwirtschaftete Geld offenzulegen. Red versucht hier nur das Placement-Geld über PayPal an den Insi-Leuten vorbeizuschmuggeln, so wie auch die eBay-Kleinanzeigen-Sachen. Und das könnte retrospektiv auch erklären, warum er Placements auf Insta immer nur so kennzeichnet, dass man das möglichst nicht sieht. Das macht ApoRed nicht aus Versehen. Und da kann er auch nicht sagen, ah, sorry. Ja, schon wieder ganz vergessen, warum wir dieses Video gucken. Guck mal, Freunde, da bin ich. Das bin einfach ich. Guck mal, das Somnium-Logo einfach in einem Mimi-Video. Warum ist da Ashibuki in Mimis Video? Das bedeutet ja, guck mal, das ist bei 1:05 von einer 1:11 langen Reaktion von mir. Er hat es sogar geliked. Stimmt, Mimi hat mein Video geliked. Oha. Das bedeutet, Mimi hat meine Reaction gesehen und er musste ja komplett gesehen haben, damit er diesen einen Ausschnitt finden konnte. Das heißt, Mimi arbeitet nicht nur Stunden über Stunden an seinen Videos. Mimi guckt sogar stundenlang auch noch die Reactions von anderen Streamern und YouTubern auf seine Videos. Ja, Mimi ist einfach richtig krass drinne. Also Mimi, falls du das hier siehst, Küsse gehen raus. Wie gesagt, bitte, bitte einmal fesseln, Bruder. Was sagt denn der Matti hier Schlaues? Dass man das möglichst nicht sieht, das macht ApoRed nicht aus Versehen. Und da kann er auch nicht sagen, ah, sorry, wusste ich nicht. Ich hab's ja nur so reingeschrieben, bevor ich's gepostet habe. Wenn ich jetzt hier einen Text eingebe, sagen wir mal, wer... Weißt du, das hatte Tobi rausgeschnitten aus dem Video. Aber ich habe ja gesagt, komm, ich mache jetzt mal ein richtig schnieke Foto. Und da hab ich so den Tobi-Blick gemacht, ne? So, und anhand dessen das demonstriert. Jetzt ist der Part aber rausgeschnitten, wo ich so auf lustig dieses Foto gemacht habe. Und jetzt ist einfach so, als würde ich das ernst meinen. Ja, boah, jetzt habe ich hier... Einfach dieses Gesicht ist jetzt einfach in einem Mimi-Video, das eine Million Aufrufe haben wird. Den Text, Werbung, okay? Und jetzt pass mal auf, wenn ich den jetzt verschieben möchte, passiert Folgendes. Ich will den in diese Ecke packen, dann sag mir Instagram, Digi, Vorsicht, da ist dann dein Name und da ist dein Profilbild. Also wenn ich das da hinziehen wollen würde, das lässt Instagram gar nicht einfach so zu, sondern es rastet erstmal ein und ich muss wirklich an diesem Einrasten vorbeiziehen und mich bewusst dafür entscheiden, das hinter meinem Profilbild und Namen zu verstecken. Ich finde, da hat der Matti einfach was ultimativ korrekt, ernsthaft, Wichtiges gesagt, oder? Wie mich dieser Matti die ganze Zeit anguckt. Er kann nicht sagen, oh, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Ja, das Instagram sorgt dafür, dass dir das nicht passieren kann. Also damit könnte er sich jetzt auch nicht rausreden. Und Hashtag Ad ist auch keine ausreichende Werbekennzeichnung. Er will einfach immer so tun, als hätte er gar kein Geld bekommen oder hofft, dass es übersehen wird. Wahrscheinlich genauso bei dem Kanal-Hack, wo er auch meinte, dass Zahlungsmittel wahrscheinlich geändert wurden. Ich habe dann gesehen, dass meine Ursprung... Digga, aber er hat von keinem... Ah, doch, von Unge. Von Unge hatte er noch einen Spieler drin, aber sonst hat er von niemandem irgendwie aus der Reaction was drin. Warum von mir? Das muss ja bedeuten, ich habe in der Reaction etwas gesagt, was kein anderer Reaction-Streamer gesagt hat, oder? Eigentlich ist das jetzt so ein Ritterschlag. Eigentlich müsste ich jetzt doch abheben und auch ein alter Ego entwickeln. Und das heißt dann Martin, oder? E-Mail, die eigentlich der Inhaber war, ne? Also die alles machen kann, wie zum Beispiel auch die Zahlungsmittel ändern oder die Channel löschen oder was auch immer, ne? Also richtig direkt, die richtigen Hauptrechte von dieser E-Mail
die wurden ihm einfach weggenommen und dann ist er einfach an so eine Fremden weitergegangen. Also welche E-Mail das war, das konnte er auch irgendwie gar nicht mehr sehen. So war ihm einfach die Rechte. prinzpuma@gmail.com gefehlt haben. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe dann einfach YouTube kontaktiert und gesagt, ja, ich wurde gehackt und die E-Mail wurde geändert. Die haben höchstwahrscheinlich die Zahlungsmittel dann auch geändert, dass ihr dann alle Zahlungen zu denen geht. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen wir den Channel auch verkaufen. I don't know, so, ich kann ja nichts machen, so, ne? Ich wurde offensichtlich gehackt und das wurde offensichtlich jetzt alles geändert. Mit der Ausrede kann er dann immer sagen, dass er ja nie Geld bekommen hat, weil das hat ja jetzt bestimmt irgendein unbekannter Hacker. Wahrscheinlich heißt der Hacker Prinz Puma. Und selbst wenn es mit dem Hack stimmen sollte, ist es schon lustig, dass er sich darüber aufregt, weil er keine Scammer auf seinem Kanal haben will. Und dann hat er irgendwelche komischen Videos hochgeladen, so nach dem Motto, hier, dieses Programm kostenlos. Hat er dann irgendwie geworben auf meinen Channel, so richtig eklig. Dann habe ich erstmal diese Videos offline gestellt, also diese neuen, und wieder gelöscht, ne? Klare Sache, ich wollte diesen Schutz nicht auf meinen Kanal haben. Scammt aber selber Leute reihenweise per Gewinnspiel oder Vinted. Und selbst... Also, die letzten Minuten von dem Mimi-Video sind immer so, da kommt so Schlag auf Schlag, da wird einfach so jeder Nebengedanke, den Mimi mal hatte. Ich kann mir das auch vorstellen, dem fällt einfach random beim Joggen, fällt ihm so ein, warte mal, an der Stelle hat er sich ja widersprochen, weil bla bla. Ja, warte, schreibe ich mir kurz auf. Und der hat safe so, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, ich habe auch so Gedankenlisten, To-Do-Listen und Gedankenlisten und so habe ich immer im Handy drin und auch auf dem PC. Einfach so irgendwelche Gedanken, die mir so random eingefallen sind. Safe, Mimi guckt so am Ende vom Prozess, vom Skript des Videos. Okay, so, jetzt habe ich noch Luft. Was kommt jetzt noch? Ich guck mal in meine Gedankenschmiede. So, und dann guckt er so seine Liste durch. Ah, stimmt. Ja gut, dann schreibe ich das noch rein. Und das sind dann immer so diese letzten 5 Minuten, wo so ultimativ zerstört wird. Wenn das mit den Beamten stimmen sollte, ist es auch extrem dreist, dass er direkt jemanden 4000 Euro besorgen will, weil es ihm finanziell gerade schlecht geht. Gleichzeitig macht er keinen einzigen Finger krumm bei den ganzen Leuten, denen er seit Ewigkeiten Geld schuldet. Wenn diese Leute selber kleinere Unternehmen führen, können die dadurch auch ganz schnell insolvent werden. Heißt, selbst wenn es stimmt, ist ApoRed ganz bestimmt kein selbstloser Ehrenmann, der jemandem helfen will, sondern genau das Gegenteil. Wenn er lügt, um hier Mitleid zu erzeugen, ist er Abschaum und wenn er nicht lügt, ist er aus den ganzen anderen genannten Gründen trotzdem Abschaum. Aber warum muss ApoRed, der Multitrilliardär, überhaupt ein Placement machen? Kann er nicht einfach so seinem Kumpel finanziell helfen? Ich weiß ganz genau, jetzt kommen diese richtigen Opfer und sagen jetzt, Herr Red, wenn das so ist, dann gib mir doch was von deinem eigenen Geld. Dann gib mir doch, du erzählst doch was von Business und so, gib doch was von deinem Business, du erzählst was von Millionen hier, Business da. Ja, ja, ne? Ich bin ein Unternehmen und ich besetze Millionen um. Aber ihr habt doch... Die Begründung war so schrecklich. Es war die schlechteste Begründung, die er jemals gebracht hat, Alter. Gar keine Ahnung vom Unternehmensgeschäft. Ihr habt doch gar keine Ahnung. Denkt ihr, ich bin da alleine? Da sind teilweise 5, 6 Gesellschafter. Denkt ihr, ich kann jetzt einfach kommen und sagen, ey Jungs, ich kriege mir einfach mal 5000 Euro, weil mein Kollege hat gerade eine schwere Zeit. Seid ihr lost? So funktioniert das gar nicht. Na doch, aber... Bei einer GbR schon, da kannst du Privatentnahmen machen, so viel du möchtest. Du musst halt mit den anderen absprechen, aber kannst du. Bei einer GmbH ist es wiederum komplizierter. Da kannst du nicht einfach so ohne weiteres Privatentnahmen machen. Sorry für den Voice Crack. Da kannst du nicht einfach so Privatentnahmen machen, da musst du es dir dann als Bonusgehalt auszahlen, sozusagen. Aber du kannst kein Geld rausnehmen, weil deine Firmenanteile gar nicht existieren. Aber schauen wir erstmal weiter, gleich wird's interessant. Guck mal, ich sag euch mal ein Beispiel. Eine Firma zum Beispiel, ne, hat, keine Ahnung, monatelang 200.000 Euro, ne, die ganze Zeit umgesetzt. 200, 300.000 Euro, im Schnitt so 180.000, sagen wir mal, jetzt in einem Jahr. Wisst ihr, wie viel Gehalt die Gesellschafter, ne, unter anderem auch ich, ne, zum Beispiel, bekommen haben? Was glaubt ihr, was für ein Gehalt hat man bekommen monatlich? Bei einem Umsatz von ungefähr 180.000, ratet mal, ungefähr 10.000, 20.000 Gehalt, ja, ungefähr pro Gesellschafter. Weil, ich glaube, das waren in dem Geschäft jetzt vier Gesellschafter. Vier Gesellschafter, sagen wir mal, damit man einfach rechnen kann, er hätte 200.000 Euro Nettoumsatz gemacht im Jahr. Umsatz bedeutet ja erstmal nur alles, was reingekommen ist. Und wenn wir sagen Nettoumsatz, ist gemeint abzüglich der Umsatzsteuer. So, das heißt, minus diese 19%, 200.000 im Jahr an Umsatz. Dann kommen die ganzen Kosten, Angestellte, Produktionskosten für die Produkte und so weiter, Raumkosten, Reisekosten, alles, was über diese Firma an Kosten entstanden ist, wird abgezogen und das, was am Ende übrig bleibt. Gehen wir mal einfach mal davon aus, weil man so grob ganz gut rechnen kann, sagen wir mal, die Hälfte geht davon weg an Kosten. 200.000 monatlich, nee, er meinte im Jahr, 180.000 im Jahr hat er gesagt. Dann sind das bei 100.000, die dann noch übrig bleiben, 4 Gesellschafter, die dann 25.000 Euro Gewinn gemacht haben, dann sind das pro Monat theoretisch 2.000 Euro Gewinn. Du zahlst aber nicht jeden Euro, den du verdienst, dir aus. So machen Hai und ich mit unserer gemeinsamen GbR ja auch nicht. Und auch ich mit meinem Einzelunternehmen. Du zahlst dir ja den Gewinn nicht aus, sondern lässt ihn auf dem Geschäftskonto, weil du ja weitere Investments machen möchtest, weitere Ausgaben hast und so weiter. Das heißt, du zahlst dir nicht alles an Gehalt aus. Also denke ich mal, wird er hier 1.000 Euro pro Monat verdienen. Jetzt sagt ihr, er hat monatlich gesagt, hören wir noch mal rein, ob ich mich jetzt hier geirrt habe. Monatelang 200.000 Euro, ne? Die ganze Zeit umgesetzt. 200, 300.000 Euro. Im Schnitt so 180.000, sagen wir mal, jetzt in einem Jahr. Im Schnitt 180.000, sagen wir jetzt, in einem Jahr. Hat er doch gerade
gerade gesagt. Ihr habt nicht zugehört. Ich habe genau zugehört, Freunde. 200.000 Euro, ne? Die ganze Zeit umgesetzt. 200.000, 300.000 Euro. Im Schnitt so 180.000, sagen wir mal, in einem Jahr. Im Schnitt 180.000 in einem Jahr, oder nicht? Wisst ihr, wie viel Gehalt die Gesellschaft haben, ne? Unter anderem auch ich, ne, zum Beispiel, bekommen haben. Was glaubt ihr, was für ein Gehalt hat man bekommen monatlich? Bei einem Umsatz von ungefähr 180.000. Ratet mal, ungefähr 10.000, 20.000 Gehalt, ne? Ungefähr pro Gesellschafter. Das waren in dem Geschäft jetzt vier Gesellschafter. Ich sag euch ganz genau, wie viel Gehalt wir bekommen haben. Pro Person 700 Euro. Ja, weicht von den 1.000 Euro, die ich jetzt ausgerechnet habe, nicht großartig ab, ne? 700 Euro. Wisst ihr warum? Weil es nicht darum geht, sich selber zu bereichern, da als mega viel Cash rauszuholen oder so. Man hat geguckt, ey, jegliche Person hat auch schon so genug Geld gehabt, sie braucht dies nicht davon abhängig gewesen. Moment. Aber die Begründung ist halt falsch. So, die Rechnung ergibt Sinn, aber die Begründung ist halt absolut dumm. Das machst du nicht, weil, wir machen das ja nicht fürs Geld, sondern weil du halt das Geld brauchst, um Rücklagen zu haben, um von dieser Firma aus die ganzen Ausgaben zu zahlen und Steuern zahlen zu können. ApoRed sagt, er kann nicht einfach 4.000 Euro an den Kumpel zahlen, weil er kein Geld aus der Firma rausholen kann. Die zahlen nur 700 Euro aus. Aber als Begründung für die 700 Euro sagt er, dass jegliche Person, also auch ApoRed, so schon genug Geld hat und nicht von der Firma abhängig ist. Er sagt quasi, mein Geld steckt in der Firma fest. Ich kann meinem Freund nicht einfach so helfen. Und gleichzeitig sagt er, ich habe genug Geld ohne die Firma. Ja, warum hast du dann keine 4.000 Euro? Das ergibt gar keinen Sinn. Stimmt. Aber es wird noch dümmer, denn ApoRed hat ja gemeint, dass er Neubau Wohnblöcke bauen will. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt zu meinem Teil sowieso jetzt den einen oder anderen Euro zur Seite gelegt. Und mein Plan ist, das kann ich auch ganz offen und straight sagen, mein Plan ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ größeres Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein Zuhause reinpassen, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau Wohnblöcke bauen. Und er will auch 50.000 Euro in seine Wohnung stecken, die sich ja als Sozialwohnung entpuppt hat. Ja, ich würde da wahrscheinlich insgesamt locker einen Fuffi reinstecken müssen, damit der Hase so richtig optimal ist. Aber da ist auch wirklich alle neuen Elektrogeräte, da sind auch, keine Ahnung, Diele dabei, ne? Boden würde ich lassen, den finde ich Boden todesfresh. Aber da sind viele Sachen dabei, ne? Wie indirekte Beleuchtung und die komplette Einrichtung, alles halt, ne? Ja, mal gucken, wie viel es am Ende wird. Ich würde dich da, wie gesagt, jemals mitnehmen, ungefähr den Preis dann geben. Woher will er da denn das Geld nehmen? Ich dachte, er kann kein Geld aus seiner Firma nehmen. Und wenn er so schon genug Geld für den Bau von Neubau-Wohnblöcken hat, plus 50.000 für die Sozialwohnung, warum hat er dann keine 4.000 für einen imaginären Kumpel? Das ergibt alles gar keinen Sinn, außer ApoRed lügt wieder. Anders kann man das gar nicht erklären. Aber wir sind die Bösewichte und er ist der Main-Character. Da gib mir doch von deinem eigenen Geld. Junge, Digga, ihr wollt doch einfach nur eure schlechte Tat. Ihr seid einfach nur böse, schlechte Menschen und wollt wieder eine Rechtfertigung rausholen. Das macht ihr immer wieder. Ich versuche mir zu schaden, dabei habt ihr wirklich einen guten Freund von mir geschadet. Und das trifft mich, dass ihr mein Freund. Das trifft dich sehr, ja. Also, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht zum 10. Mal wiederholen. Für mich ein sehr eindeutiges Indiz, dass er auf jeden Fall ultra krassen Realitätsverlust hat einfach. Dass ihr gerade meinen Freund geschadet habt, das trifft mich wirklich. Das hat mir einfach bewiesen, was für schlimme Menschen ihr seid. Diese ganzen Leute, die da geschrieben haben und Müll über mich gelabert haben, die versuchen mir zu schaden, ne? Ihr könnt mir gar nicht schaden. Ihr macht mich nur stärker. Weil ich sage euch eine Sache, die einen Main-Character ausmacht. Guckt mal jeden Main-Character an, bei One Piece, ne? Ruffy. Guckt euch meinen Ruffy an, etc. Er hat immer diese Opfergegner. Er hat immer diese bösen Leute, die ihn abfucken. Ja, er hat auch bestimmt Platz 4 beantragt und sich an fremde Autos angelehnt. Aber, ja, und manchmal, er fällt hart auf den Boden. Die Leute, ne? Also, Ruffy fällt brutal auf den Boden. Ihr könnt doch einen Son Goku aus Dragon Ball nehmen. Ja, Son Goku benutzt bestimmt auch den Miles-Account von Raditz und Chi-Chi, weil er selber wegen der Schufa gesperrt wurde. Diese Kommentare. Ihr könnt auch einen Naruto nehmen aus Naruto. Wieso? Ist der privat insolvent oder was? Junge, du bist nicht Naruto. Du bist doch nicht Son Goku oder Ruffy. Du bist einfach nur Prinz Puma. Komm mal klar, Alter. Oh, wie stark. Alter, by the way, ich habe jetzt neue Feuerzeuge gemacht. Link in der Beschreibung. Es sind nicht viele, also wenn du keins mehr bekommst, nicht traurig sein. Du bist da zumindest nicht alleine. Okay, tschüss. Digga, und so endet es einfach mittendrin. Alter Schwede, das war ganz anderes Level. Also das war echt die heftigste Zerstörung, die ich je gesehen habe. Und das hatte ich beim letzten Mal schon gedacht. Das hatte ich davor schon gedacht. Also seit Teil 6 ist das von Mal zu Mal so eine krasse Steigerung. Also fette Props an Mimi. Ich weiß nicht, wie er das alles macht. Bin absolut gefühlt davon. Ja, das ist für mich der krasseste Zaubertrick ever. Absolut heftig. Und freut mich sehr, dass ich in diesem Meisterwerk verewigt sein darf. Das ehrt mich sehr. Und falls ihr jetzt den letzten Part noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach mal hier drauf. Viel Spaß dort und vergesst den Like nicht. Okay, ciao.